Und wenn wir uns treffen, da hat Religion noch nie eine Frage gespielt. Und deswegen bin ich so Was? verwundert, Genau. warum auf einmal diese Hetzerei und alles und so. Ich bin bei denen gerne und habe mit denen Essen gegessen und getrunken und die haben mich nie gesagt, oh, du bist Christin oder du bist Muslima. Nein, das war einfach. Deswegen verstehe ich jetzt diesen ganzen Beef nicht. Mel, Also du bist quasi, du bist jetzt. bevor der Abu Khanja dir jetzt erzählt, ich sag dir kurz was, du bist Ja. immer recht herzlich eingeladen. Wenn du jetzt gleich gehst, wir werden dir sogar Stellen aus dem Koran zeigen, wo ganz klar geschrieben steht, dass Muslime, ihnen ist es nicht erlaubt, von Allah Juden und Christen als Freunde zu haben. Aber das Das kennen wollte die ich meisten wollte gar es nicht. gerade, das wollte ich gerade eben erwähnen, aber das wollte ich ja später. Ja, ich habe schon drauf gewartet. Ja, ich Ja. weiß, ich habe es auch schon gehört so. Aber Warte. Ja. Mensch ist Mensch, Also, eigentlich sagt man doch so, ne? Egal welche Religion. was hast du genau gehört? Mel, was meinst du mit? Also, Das habe ich auch dass halt, gehört. also was er gesagt hat, dass sie keine christlichen Freunde haben dürfen oder jüdische. Richtig. Und das ist ja das Problem ist, steht im Koran. Ist nicht irgendwie erfunden. Oder nur weil er irgendwie ein böser Mensch ist, sondern das steht tatsächlich im Koran, aber das erkläre ich dir später. Erstmal Schritt für Schritt. Du selber, Mel, also du bist quasi geboren, quasi als, sag ich mal, deine Eltern sind christlich ursprünglich oder seid ihr eher atheistisch aufgewachsen? Nein, christlich. Also eher atheistisch dann quasi. Ach, christlich, okay. Das heißt, du kennst dich mit der christlichen Theologie ein wenig aus. Ja, also mehr mit der evangelischen Theologie, ne? Gegen Die ist so ein bisschen Grundkenntnisse. unterschiedlicher als die katholische, Ja, das natürlich. ist ja kein Problem. Ja, aber die Grundkenntnisse, es geht ja um Jesus quasi, ja. Das Ding ist, Muslime versuchen schon seit Jahren viele, viele Anhänger zu erwerben, ja. Egal um welchen Preis. Die versuchen alles, egal um welchen Preis. Hauptsache, das ist also ich nehme nur den Beispiel bei den Rocker zum Beispiel. Die erwerben so viele Leute, damit die viel werden, ne? Aber das Problem ist, viel werden ist eine Sache. Was steckt aber dahinter? Was bringt es dir, eine Sache anzunehmen, aber du hast trotzdem keine Ahnung davon? Erstens. Zweitens, ist es die Wahrheit? Du musst dich manchmal fragen, Mel. Nur weil viele sagen, ah, bei denen sind die Frauen, die sind bedeckt, die sind so anständig, die machen gar nichts und bla bla bla. Du darfst erstens mal nicht alles glauben, was man dir sagt. Von außen sieht immer alles schön aus, ja, so anständig und sehr konservativ und bla bla bla. Der Herr im Christentum, er möchte nicht, dass du von außen aussiehst wie ein Engel, sondern von innen. Deine inneren Werte sind wichtig, Mel, was du im Herzen hast. Ja, ob du wirklich von Herzen glaubst, das ist sehr, sehr, sehr wichtig im Christentum. Nicht, dass du von außen sagst, hallo, ich bin eine Christin, ja. Ich mache das, dies, das, aber du bist in Wirklichkeit verdorben von innen. Du bist verdorben. Das bringt doch niemanden was. Es gibt einige, auch in der heutigen Zeit, die predigen hier und da mal was Schönes, ja, aber sind eigentlich komplett das Gegenteil. Warum? Um quasi den Anschein zu zeigen, ja, ich bin wirklich guter Mensch, aber das ist er gar nicht. Deswegen empfehle ich dir, Melli. Mel, sorry, sag Melli. Mel, Kannst ruhig sagen, ist egal. also okay, Melli. Und ich bin halt so ein Mensch, Melli, ich urteile nicht. Wenn jetzt jemand zu mir sagt, dieser Mensch ist nicht gut, dann sage ich mal gut, danke für die Information, aber ich mache mir ein eigenes Bild von dieser Person. Ich lasse mir gerne mal Zeit, bevor ich hier urteile oder sonst irgendwas. Mache ich auch Du, so. das ist auch gut so, finde ich. Also sollte eigentlich jeder so Wenn sein. einer zu mir kommt, ah, der ist voll dumm, da sage ich, deine Meinung, aber ich kann mit ihm reden, weil ich bilde meine eigene Meinung über den Menschen. Richtig, richtig. Was hat dich zum Beispiel dazu gebracht, zum Beispiel jetzt bei den Muslimen in den Streams zu gehen? Was war so deine Intention? Was mich dazu gebracht hat, war eigentlich Frieden zu bringen, also zu sagen, respektiert aneinander, Okay. respektiert Religion anderer und nicht als zu sagen halt, du bist Moslem, du bist ein schlechter Mensch. Du bist Christ, du bist ein schlechter Mensch. Also deine Intention war Das ist quasi, nicht Frieden zu richtig. stiften, quasi. Genau. Okay, dann kann ich dir eine Sache sagen. Es ist sehr, sehr nett von dir, Melli, und das finde ich auch sehr, sehr schön.
Und ich hoffe, du bleibst aber auch so. Aber wir haben dann leider ein kleines oder ein großes. Ich höre nichts. Abu Khanjan? Wahrscheinlich Internetproblem. Abu Khanjan, man hört dich nicht mehr. Problem. Das ist die Ah, Psychologie. okay. Ein großes Problem. Warte, das klären wir gleich. Kein Ja. Problem. Ich habe jetzt Ein Internet großes. vom Nachbar genommen. Ich habe jetzt Genau, Internet vom nicht was Nachbar den genommen, von Bruder. Nachbarn nehmen. Du hast gesagt, ein großes Problem und danach. Du hast gesagt, ein großes Problem und dann. Oh Mann. Ich habe jetzt Internet vom Nachbar genommen, weil seiner ist stärker. So. Melli, aber wir haben ein kleines Problem, eigentlich ein großes Problem. Das große Problem ist, wenn jetzt ein Muslim zu dir sagt, wir möchten auch Frieden mit euch oder mit anderen Völkern und Nationen und Glaubensrichtungen. Es kann sein, das, was aus seinem Mund kommt, ist vielleicht seine persönliche Meinung. Aber ein Muslim, der wirklich nach seiner Schrift geht, hat keine eigene Meinung mehr, weil er geht nach dem, was sein Gott ihn befiehlt. Und wenn sein Gott ihn befiehlt, nehmt euch, ganz kurz, nehmt euch Juden und Christen nicht als Freunde. Hat es schon mal sehr viel Gewicht bei dieser Aussage, oder? Aber ich muss sagen, also meine Freundin, die Muslima ist, ne, die stellt sogar einen Weihnachtsbaum auf an Weihnachten, also. Ja, es hat aber nicht Ja, so heißen. Aber weil sie es schön findet. weißt du, wann ein Muslim ist? Ja, indem er anfängt, sein Koran richtig zu verstehen. Ein Muslim ist erst dann Ich ein muss auch Muslim, wenn er. sagen, Ja. der Vater von ihr hat auch gesagt, wir leben hier in Deutschland, in Europa, wir haben uns anzupassen und Ja, nicht Bruder, unseren Willen durchzusetzen. Also. das sind Papiermuslime meistens sagt. Also man sagt dazu so Euromuslime oder Papiermuslime, die haben wirklich null Ahnung von ihrer Theologie, was ich sogar gut finde, weil ich finde immer, ein Muslim, der sich nicht befasst mit seinem Glauben, ist für mich ein viel besserer Muslim als einer, der sich wirklich befasst. Weil du musst mit diesem Glauben sehr aufpassen. Das ist wie, du kannst dich schnell verbrennen. Das heißt, sobald du wortwörtlich alles nach dem Koran gehst und ein wahrer Muslim sein willst, also ein gerechter, wahrhaftiger Muslim, dann musst du aufpassen um dein Leben. Weil Also, dann sieht er dich nicht mehr als normaler Mensch, sondern er sieht dich als Nijis. Weißt du, was Nijis bedeutet, Melly? nein. So werden die Ungläubigen genannt. Du bist Dreck. Okay. Das ist quasi ein Begriff. Ich muss auch sagen, also ihr Bruder, also ihr habt ja auch Brüder, ne? Meine Mutter hat da mal Pizza gemacht. Pizza, ne, und hat extra getrennt für ihn, dass er damit mit Schweinefleisch oder so nichts in Berührung kommt. Mit einem Mann nimmt er die eine Pizza, wo auf Schweinefleisch drauf ist. Meine Mutter isst die nicht mehr so. Ach, egal, Allah ist gerade jetzt nicht da. Also, die sind also weltoffen gewesen. Also, sind weltoffen. Ja, die befolgen das wahrscheinlich nicht so sehr, weil die kennen wahrscheinlich. So, er hat halt nur gesagt, aber nichts mein Vater sagen, ne? Ja. Also. Aber so, sie sind also, wenn die gehört haben, ich komme nach Norddeutschland, die Mutter hat angefangen zu kochen, die haben gleich gerufen, komm rüber und haben mich eingeladen zum Essen. Und nie war das Thema Religion. Nie. Und deswegen, wahrscheinlich, weil ich halt diese Erfahrung gesammelt habe, dass ich halt diesen Krieg jetzt, was da gerade herrscht, nicht verstehe. Okay. Dass ich es traurig finde halt, ne? Weil Mensch ist Mensch eigentlich, egal welche Religion. Ich habe noch zwei, Abu drei Hanja, Minuten. bist du wieder Ich bin wieder da. Harut, du musst mich Der ganz kurz Jeff und Zehn runterkicken am hier hoch, weil ich will Tor. mich doppeln. Double Wobble. Also, um bei dem Punkt zu bleiben, warte, die Kamera hier ist besser am besten. So, um bei diesem Punkt zu bleiben, was er gesagt hat, ist. Jetzt. Nedis, aber Khanja ist wieder da. Erklär noch kurz, was Nedis. Also Nejis, Meli, ist ein Begriff, den sie gegen Ungläubige quasi benutzen. Also das Wort Nejis ist wie wenn jemand zu dir sagt, du Dreck. Ja? Du bist einfach nur Dreck, du bist minderwertig. Du bist minderwertig, Meli. Die sehen dich quasi nicht mehr in Augen, also nicht mehr auf Augenhöhe,
sondern die sehen dich quasi wie im Dritten Reich. Ja, es gibt erstmal den Herrenmenschen, ja, und dann gibt es einfach den Untermenschen quasi. Du bist dann ein Nejis, und ein Nejis ist, du bist unter alles. Also die sehen dich in der Stufe eines Tieres. Und wenn du mir nicht glaubst, es gibt sogar bei denen wirklich Stellen, Hadithe, das ist Islam. Die vergleichen dich mit Tiere und nennen dich sogar Affen und Schweine. Die sagen sogar, eine Frau, ein Esel und ein Hund beschmutzen das Gebet, aber ein Sattel hilft dagegen. Jetzt stell dir mal vor, ein Gegenstand, Melli, hilft, schützt das Gebet, ja? Aber eine Frau, ein Esel und ein Hund, also alle drei in einer Stufe, beschmutzen das Gebet. Was sagst du dazu, Melli, wenn du sowas hörst? Schon krass. Ja, was soll denn das? Was soll denn das eigentlich? Was soll denn das, wenn man sowas liest? Oder, ich kann dir noch ein Beispiel geben, Melli. Stell dir mal vor, ich will dich noch nicht mal als Beispiel nehmen, weil ich habe Respekt vor dir. Du bist wahrscheinlich älter, Melli. Du bist älter, ne? Du bist 75er Baujahr wahrscheinlich, Ja. ne? So. Ja. So, deswegen will ich dich noch nicht mal als Beispiel nehmen, aber wir nehmen mal wir nehmen jetzt irgendeine Frieda, ja? Sie ist jetzt im Ehebett mit ihrem Ehemann, ja? Die möchten jetzt, ja, den Geschlechtsakt quasi, ja? Und sie möchte einfach nicht. Sie hat keine Lust, sie fühlt sich nicht gut, sie möchte nicht. Warum auch immer. Sie möchte an dem Tag einfach gar nichts, und sie sagt zu ihrem Mann: Klaus, nee, heute nicht. Und der sagt: Aber warum? Ich möchte unbedingt heute mit dir quasi ja, schlafen. Und die Frieda sagt: Ich möchte nicht. So, dann legt er sich hin, ist natürlich wütend. Weißt du, was in dem Moment mit dir passiert? Also Allah schickt Engeln, hör zu, Allah schickt Engel extra wegen dir, die verfluchen dich bis zum Morgengrauen, weil du deinen Mann keinen Sex gegeben hast. Du hast ihn verärgert quasi, weil du Nein gesagt hast. Du wirst verflucht bis morgens früh. Und wir hatten das Thema vor 2 Tagen gehabt, Melli, und da kamen sogar Leute rein, das Video sogar in YouTube. Und die haben es sogar bestätigt, weil das ist authentisch, ja, als stark eingestuft. Also die nehmen das auf jeden Fall an. Also das ist nicht irgendein Märchen von Tausend eine Nacht, sondern es ist Tatsache. Und das Schlimme ist, Melli, die haben auch noch also quasi bestätigt und haben gesagt, ja, es ist auch gut so. Weil die Frau muss ihren Mann geben, wenn er Lust hat, auch wenn sie keine Lust hat. Sie muss, sie ist dazu verpflichtet, weil Allah es möchte. Jetzt frage ich dich, Melli. Frauen sind ja dort angeblich im Islam, ja, immer so ganz hochgestellt. Frauenrechte und bla bla bla. Findest du das aber normal? Also, wie ich gehört habe, kommen auch die Frauen nicht hoch ins Paradies bis zum siebten Himmel, ne? Da kommen wir später noch dazu. Das ist langsam. Ja, da habe ich einfach keine Zeit mehr. Ich muss jetzt langsam. Kein Problem, Melli. Ich will nicht Ich wollte weglaufen. dir nur so quasi einen Eindruck geben. Es gibt gewisse Sachen im Koran, wo ich mich damals schon be be beschäftigt habe und mich gefragt habe: Hey, das ist doch nicht normal. Das ist nicht nur frauenverachtend, es ist menschenverachtend. Was interessiert der da oben, er soll mir verzeihen, was interessiert ihn, ob ich in dem Moment mit meiner Frau mache oder nicht? Wieso werde ich verflucht, wenn ich einfach heute keine Lust habe? Wo ist jetzt der Sinn bitte an dieser Sache? Und es gibt lauter solche Sachen. Zum Beispiel, wenn du einen, Melli, hast du einen Hund? Ja. Ach, da haben wir jetzt ein Problem, wenn du im Islam wärst. Da hätten wir jetzt ein Riesenproblem. Ist der schwarz? Ist ja mal so egal. Welche Farbe? Was für ein Fell? Der hat alles drinnen. Also das ist, der hat Also, braun, schwarz, oh, weiß. oh, oh, da haben wir ein Problem jetzt. Da haben wir jetzt ein Problem. Der Harut lacht schon, der weiß warum. Jetzt haben wir ein Problem. Weil wenn, besonders schwarze Hunde sind sehr, sehr, sehr beliebt im Islam. Also im negativen Sinne. Die muss man töten. Weißt du, was Hunde für Schwarze, mich sind? ja, Das sind sorry. die wahren Engel. Guck mal, wie süß. Siehst du das Bild von Harut? Guck mal, wie süß, oder? Der Wie ist hübsch. schnuckelig. Wie süß. Und glaub mir, netter und lieber als viele andere Menschen sogar, ja? Und er wird Ja, ich bezeichnet, sag ja, laut. Hunde sind die wahren Engel. Ja, und was Mohammed gesagt hat? Weil Es ist ein der Teufel. Hund. Ist das dein Hund?
Ist es seiner oder? Nee, nee. Er hat jetzt mein Hund ist auf dem Bild zu sehen von mir. Ah, stimmt, man sieht ja deinen Hund, stimmt. Überleg mal, dieses kleine Süße ja. Und, bei dir im Profilbild. Stell mal vor, er ist der Teufel. Also laut Islam. Wenn du jetzt beten würdest, du bist Muslima, halt. Wenn du jetzt betest als Muslima, werden deine Gebete nicht angehört. Erhört, sorry. Die werden nicht angenommen. Weil du einen Hund in der Wohnung hast. Aber Hunde sind doch auch Gottes Schöpfung. Das ist eine sehr gute Aussage. Es ist nicht aber meine Meinung, sondern Allah sagt im Koran, beziehungsweise in den Hadithen, deine Gebete werden nicht angenommen. Sobald ein Hund bei dir in der Wohnung ist. Und wenn er noch schwarz ist dazu, dann ist Feierabend. Weil schwarzer Hund, die sollen sogar getötet werden. Dieser süße Hund, was gerade Harut gezeigt hat. Wir zeigen das jetzt. Weil wir haben viel ohne Quellen gemacht. Immer mit Richtig. Quellen. Genau. Melli, siehst du es? Du kannst ja Englisch, oder? Ja. Ich kann Englisch. Ja. Lies mal ganz kurz, das ist ja nur ein Satz, ne? Lies mal ganz kurz ab. Da, wo I ask, ist, ja, genau. I ask the messenger of Allah about, das ist ein bisschen unscharf, about the all black dog. And he said, it's a devil. Krass. Überleg mal, dieses süße Hund, was er gerade gezeigt hat, ist ein Teufel. Ist ein Teufel. Wahnsinn, oder? Überleg mal, du hast so einen schönen kleinen Chihuahua, so ein kleiner, ganz, ganz süßer kleiner Chihuahua, aber er ist schwarz. Er ist der Teufel. Und wenn er nicht schwarz nein, ist... Nein, die Chihuahua sind schon... Nein, aber hier meinen die wortwörtlich den Teufel, also Shaitan. Jetzt stell dir mal vor, ja. Dieser kleine, schöne Chihuahua es oder was auch immer. Was, Bruder? Es ist Salam, Bruder. Aleikum, Bruder. Aleikum. Salam. Jetzt überleg mal, Melli. Guck mal, da sagt einer, Sheikh, guck mal, was einer schreibt in den Kommentaren, er lügt. Ich lüge, komm hoch und erklär mir dann diesen Satz hier, diesen Hadith, komm hoch. Komm hoch und erklär Melli, dass ich gelogen habe. Internet dran. Guck mal, hier auch. Komm hoch. Auch. Bruder, ich habe auch tausende solcher Hadithe. Wie können die behaupten, dass es gelogen wäre? Bruder, das ist, guck mal, der hat null Follower, der er ist einfach nur ein Troll. Guck mal hier, ich lese nochmal einen anderen Hadith. Ich lese jetzt nochmal einen anderen Hadith. Genau. Jamia Tirmidhi 338. Abu Dar, Bruder, dieser Abu Dar tut mir unnormal leid, ehrlich gesagt. Guck mal, der Abu Dar hat von mit voll die Breitseite bekommen. Guck mal, der Rasul Allah hat ihn einfach mal weiß Gehirn gemacht, dass der schwarze Hund der Teufel ist, Wahnsinn. Dass die Sonne in Hamia untergeht. Ja, oder der tut mir unnormal leid. Er ist der dümmste Mensch gewesen im 7. Jahrhundert. Guck mal, was Leute schreiben, er ist nicht authentisch. Ja, Leute, er ist nicht authentisch. Ist nicht authentisch, nein. Ja, ja. Warte, ich schreibe Bruder, dahin. Da ich Harut. Dahin, warte. Bruder, Darut, Harut. Abu Dar hat von Mohammed die volle Breitseite bekommen. An Gehirnwäsche. Ich habe eine bessere Idee. Wir machen das so, weil Mel ist ja noch hier. Mel, das sind Hadithe für die sunnitischen Moslems. Das bedeutet die Folgen der Sunna. Ja? Es gibt ja noch einen Unterschied. Da gibt es noch die Shia-Muslime. Ja? Das sind jetzt Quellen aus der Sunna. Ja, genau. Und das ist ein anderer Hadith, da steht auch ganz klar geschrieben, wo Abu Dar Mohammed fragt, what is the problem with the all black dog rather than the red or white one? Also gerade spezifisch mit dem schwarzen Hund. Ja, he said, oh my nephew, der arme Neffe von Mohammed. Genau. I asked Allah's messenger just as you have asked me. He said, der schwarze Hund ist der Shaitan. Aber warum schwarzer Hund? Da, Melli, das Problem ist, und es bezieht sich, also wie gesagt, Hund in der Wohnung speziell, wegen der Frau. Eine Frau darf nicht in der Nähe eines Hundes sein. Deswegen auch in der Wohnung. Wie gesagt, darf kein Hund sein. Und wenn er schwarz ist, speziell schwarz, ist er der Shaitan. Shaitan. Das wird jetzt wahrscheinlich, ich kann auch Mel verstehen, das wird jetzt ein bisschen erschlagend.
oder es könnte erschlagen wirken. Ich könnte höchstens noch ein Beispiel machen. Ich habe nicht über den Islam gefragt. Schau mal, ja, das hat den Hintergrund, Bruder. Das hat den Hintergrund, dass der Mohammed ein Date hatte mit Jibril und Jibril ist nicht erschienen. Und am nächsten Tag ist Jibril erst erschienen, wo er gemerkt hat, der Hund ist nicht mehr in der Wohnung drinnen. Und dann ist er in die Wohnung reingekommen und hat gesagt, ja, ich konnte nicht kommen, weil der Hund war in der Wohnung. Daraufhin hat Mohammed angeordnet, alle Hunde zu töten. Alle Hunde wurden daraufhin getötet. Daraufhin sind auch einige Schäfer zu ihm gekommen und haben gesagt, hey, was machst du? Ja. Salam alaikum. Walaikum salam adelante. Walaikum salam. So, ich gebe jetzt noch ein Beispiel für Mel, bevor sie geht. Genau. Darf ich kurz noch was zu dem Hund sagen? Was möchtest du dazu sagen? Es geht deshalb um schwarzen Hund, weil der Shaitan kommt als schwarzer Schatten. Und wenn du einen schwarzen Hund hast und ja, du kannst dich halt verwechseln mit dem schwarzen Hund, ne? Ja, also Allah denkt, wir sind schizophren, ne? Nein. Allah nutzt halt. Nein, du hast gerade gesagt, dass wir Menschen denken, dass der schwarze Hund ein schwarzer Schatten ist. Also denkt Allah, wir sind schizophren. Richtig, weil wir ihn verwechseln können, was ja totaler Schwachsinn ist. Ich sag mal so, es ist eher eine Warnung, weil der Shaitan sich eben auch als eben so eine schwarze Gestalt verwandeln kann. Aber Mohammed wurde auch nur ein Warner genannt der Religion. Er hat aber viele Menschen getötet. Wo ist denn jetzt der Warner? Wo ist die Warnung? Richtig. Ja, die Warnung liegt für die Zukunft. Für Menschen halt, die dem Shaitan begegnen können. Okay, mein Lieber. Wir lesen jetzt über ein anderes Tier, das Chamäleon, okay? Okay. In dem Hadith Riyad as-Salihin 1864, ja, steht geschrieben, dass der Gesandte von Allah, E-B-U-H, peace be upon him, sagte, wenn irgendjemand einen Chamäleon mit dem ersten Streich tötet, also first blow sozusagen, bekommt er bei Allah 100 Punkte, 100 Hasanat. Ja. Vielleicht ist Chamäleon auch eine falsche Übersetzung, vielleicht, weil ein Chamäleon, das kann sich tarnen und dann siehst du es nicht mehr. Ja? Nein. Okay, Harun, wir machen dann, du sagst doch tarnen, ne? Okay, und was tötet man dann in dem Moment? Ein Blatt oder? Ja, irgendwas, was sich verbergen will, ne? Irgendwas, was. Aber irgendwas sollte man töten. Also wenn ein Chamäleon sich angeblich verändert, sagen wir mal, ist metaphorisch gemeint, ja? Und was sollte man dann töten für die Hasanat? Aber irgendwas sollte man ja töten. Aber was? Ich weiß aus den Haditen, dass die Lizards, ich weiß nicht, was das deutsche Wort dafür ist, die Lizards sind die schlimmsten Tiere im Islam. Ja, aber guck mal, da gehen wir in Verschwörung. Aber guck mal, Sheikh, da gehen wir in Verschwörung und sowas. Und dann können wir so über Predatoren reden oder sowas, die irgendwelche Tarnmantel haben. Ich würde sagen, das ist irgendeine. Diese Übersetzung, würde ich sagen, ist für das Attribut des Chamäleon. Kannst du Arabisch? Adeltante, kannst du Arabisch? Nein. Was für Verschwörung, Mann. Guck mal. Von Lizard. Guck mal, wenn du sagst, du kannst kein Arabisch, wieso sagst du eine falsche Übersetzung? Hier unten ist auf Arabisch. Ja. Wenn du ja Muslim bist, dann müsstest du eigentlich Arabisch können, oder? Wie bitte? Ich bin kein Muslim. Okay. Der ist gar kein Muslim, Bruder. Adelante, guck mal. Ja. Wir wollen hier Muslime aus dem Islam, also dass unser Stream ist, dass wir mit Liebe den Menschen begegnen, aber Muslime auch gleichzeitig deren Religion erklären. Wenn du jetzt sozusagen wie sozusagen ein trojanisches Pferd hier agierst und den Islam verteidigst, obwohl du kein Muslim bist, dann bist du hier falsch. Moment mal, es geht ja darum, guck mal, es geht doch nur um gewisse Übersetzungen. Adeltante, guck mal, ich meine das nicht böse, Adeltante, stopp, guck mal, Adeltante, stopp, guck mal, wir meinen das nicht böse, aber du darfst nicht über einen glauben, guck mal, du redest über islamische Theologie, von der du keine Ahnung hast.
Wir reden hier bitte beim runter. Koran, nicht über Islam, oder? Guck mal, geh bitte runter, alte Tante, weil du hast gar keine Ahnung von der Materie. Moment, deswegen. Wir reden aber hier momentan über nur Koran, nicht über Islam. Hato, es hat gar keinen Sinn, mit ihm zu reden, Bruder. Er ist nicht mal Moslem. Bruder, hast du gehört, wie er das akzeptiert hat? Laut Islam sind wir ja alle Muslime. Der argumentiert aufgrund dieser Basis. Der akzeptiert dich schon. Ihr haltet das für wichtig. Moment. Ihr haltet das für wichtig, dass ich ein Muslim bin. Ja? Deswegen, ihr fragt ja deswegen auch. Ja, bist du ein Muslim oder nicht? Deine Ausgangsbasis. Guck mal, und dann sage ich doch, bist du ein Muslim? Bist du ein Muslim? Ist doch egal, ob ich Muslim bin. Weil nein. Bist du ein Muslim oder nicht? Guck mal, wenn du kein Muslim bist, hör zu, Adeltante, wenn du kein Muslim bist, du bist echt schlimm, hey. Wenn du kein Muslim bist, dann geh bitte runter. Wir meinen es ja nicht böse, weil warum sollen wir mit jemandem sprechen, der über einen Hadith irgendeine Auslegung gerade macht, der auf seinen Gelüsten aber nicht mal ein Muslim ist, dann geh bitte runter. Ich mach genau so eine Auslegung daraus. Was ist das? Sehr gut. Adeltante, Harut, mach ihn raus. Adelante, kannst du beim Reden überhaupt atmen? Kannst du ganz normal reden? Asylante, guck mal, Asylante. Heißt Adeltante, das redet der Jungs. Guck mal, Adelante. Wir haben hier Gespräche über den Islam. Ja. Ja. Hör auf, die Menschen zu verwirren, wenn du erstens kein Arabisch kannst. Ja? Und hör auf, irgendwelche Sachen zu erzählen mit Schatten und so weiter, was die Leute. Aber guck mal, ihr habt doch noch nicht mal eine Ahnung gehabt, was mit dem schwarzen Hund auf sich hat. Hattet ihr noch nicht mal eine Ahnung? Okay. Wir haben keine Ahnung. Guck mal, es wird langsam lächerlich mit dir. Adeltante, guck mal, es wird langsam lächerlich mit dir. Entweder wir reden jetzt auf einer Basis, ja, wo du sagst, du bist ein Muslim und du willst uns irgendwas erklären. Okay, aber wenn du kein Muslim bist, dann geh bitte runter, Adeltante. Du meinst ja nicht böse. Also ich weiß ja nicht. Also teilweise wollt ihr irgendwie hier nur Adeltante, verstehst du gerade kein Deutsch? Oder? Ja, aber ihr lasst ja nur eine Meinung zu. Adelante, was redest du, Mann? Du sagst, wir sollen eine andere Meinung zulassen, dann gehst du von dem Punkt aus, sagst du, wir sind alle Muslime, das müssen wir akzeptieren. Was ist das für eine Argumentation, Mann? Was heißt das hier? Was heißt das Wort hier? Ey, soll ich dir sagen? Chinesische Führungskanone heißt das. Ey, der Typ hat voll den Schaden, Mann. Der hat einen richtigen Schaden. Wir haben ihm schon zu viel Aufmerksamkeit ihm gegeben. Wirklich, das war schon zu viel für ihn. Ja, aber er sollte noch ein bisschen reden, damit die Leute jetzt ganz verstehen am Ende, was mit ihm abgeht. Hast du gut gemacht, Bruder. Okay. Was ist das für eine Argumentation gewesen, ey? Wir müssen davon ausgehen, dass wir alle Muslime sind. Wahnsinn. Eine Unverschämtheit. Ich schwör's dir, ey, meine Güte, was stimmt nicht mit den Leuten? Ey? Jeden Tag kommt ein Verrückter dazu. Aber sag mir ehrlich, wie unverschämt muss man denn eigentlich sein, sowas zu sagen? Mann? Richtig unverschämt. Boah. Adeltante, ey. So, wir haben jetzt gesehen, der schwarze Hund, Vorsicht, Leute, das ist ein Teufel, laut Islam. Ja? Und wenn ihr auf einem Streich 100 Punkte bei Allah kassieren wollt, dann konvertiert jetzt sofort, wenn ihr in der Nähe von einem Chamäleon seid. Wenn ihr ihn umbringt. Er schreibt in Kommentare und jetzt denkt er auch noch, der ist im Recht. Weißt du, was er schreibt? Er schreibt, steht nicht im Koran, dass wir alle Muslime sind? Jetzt denkt er, der ist im Recht. Warte mal. Am besten, genau. Am besten stummen, er ist ja komplett verwirrt. Ja. Komplett verwirrt. Das sind so, wie nennt man das? Trojanischer Pferde, ein Virus. Oh. Ein Virus, der hier in die Streams rauskommt und sozusagen den Islam verteidigen will, obwohl er kein Moslem ist, angeblich. Ja. Ich weiß echt bei dem nicht, ob er das ernst meint oder ob er ein Troll ist. User 91924230 sagt dem Hamdi, er soll hinkommen. Kein Problem. Wir möchten hier mit warten. Hamdi über den Hund sprechen. Und über den Chamäleon. Und über Bruder, den Salamander. Ja, genau. Hey, Easy Shots ist auch wieder am Start. Er sagt, wisst ihr, was Muslim bedeutet?
Jetzt kommt's. Nein, wir wissen das nicht. Kannst du uns erklären, was Muslim bedeutet? Komm mal hoch, Abdel. Komm mal schwer. Hoch. Komm mal hoch. Der war schon drin. Der hat sehr, sehr schwierige Fragen gestellt. Ach so. Komm mal kurz hoch. Easy Shots. Komm mal kurz hoch. Erklär uns mal, was Muslim bedeutet auf Deutsch. Ich möchte wirklich wortwörtlich wissen, was Muslim bedeutet. Komm mal bitte hoch. Das wäre sehr, sehr nett. Du kannst deine Fragen nicht beantworten, Bruder. Sehr, sehr schwierige Antworten, Fragen hat der immer. Ja, komm mal hoch, dann versuchen wir es mal. Komm hoch. Hat er eine Anfrage gestellt, Bruder? Hallo? Nein. Okay, stell mal eine Anfrage. Easy. Easy, genau. Easy, komm mal hoch. Nimm mich hoch. Ja, du hast gar keine Anfrage gestellt. Keine Sorge, wir nehmen dich hoch. Ich habe auch ein sehr schönes Buch gefunden von Al-Tari, einem schiitischen Gelehrten. Mhm. Wenn nächstes Mal ein Schiit hochkommt, dann können wir gerne das vorlesen für ihn. Da geht es um den schwarzen Stein. Also schiitische Quelle? Ja, das ist eine schiitische Quelle. Da wird berichtet, dass der Engel Jibril hat den Stein, Hajar al-Aswad, den Stein, der an der Kaaba ist, als er noch weiß war, sozusagen vom Himmel runtergeschmissen in einen Berg, der halt direkt neben der Kaaba ist. Ja? Und als die Flut kam, wurde dieser Stein in diesem Berg verwahrt. Dann nach der Flut wurde das rausgeholt. Ja, und wurde halt an der Kaaba installiert, sozusagen, ne? wie so ein Amulett halt da, das hängt da jetzt die ganze Zeit. Und er war weiß. Und weißt du, warum der schwarz geworden ist? Da steht richtig wortwörtlich drin, die Frauen damals hatten während ihrer Menstruation, sind die da hingegangen, haben das Blut von ihrem Geschlechtsteil da drauf geschmiert. Oh. Genau. Und was haben die Männer gemacht, Bruder? Erzähl weiter. Ja, die küssen den heutzutage noch. Nein, Bruder, das geht so. Die Frauen haben während den Tawaf, während sie die Umrundung gemacht haben, die haben den nackt gemacht übrigens, nackt. Die sind drumherum gelaufen, während die ihre Tage hatten und haben ihre Menstruationsblut da drauf geschmiert. Und die Männer sind mit drumherum gelaufen und haben das Blut mit der Hand genommen und gegen ihre Genitalien geschmiert. Das war eine Huldigung für den Gott. Wie heißt das, dieser Gott? Für den Fruchtbarkeitsgott, Bruder. Übrigens, Bruder, ich habe eine Seite gefunden mit allen schiitischen Tafsiren, Bruder. Muss ich dir weiterleiten, Bruder, damit wir jetzt auch endlich mal die Schiiten hops nehmen können. Bruder, aber ich diskutiere mit denen sehr, sehr ungern, Bruder. Ich bin ehrlich. Also sehr, sehr ungern, weil wir müssen uns lieber auf die konzentrieren, die Menge ausmachen. Verstehst du? Die Mehrheit. Das sind die Sunniten. Die sind 85% Bruder. Verstehst du? Aber ich will keinen davon kommen lassen. Nö, Bruder, natürlich nicht. Aber ich weiß, was du meinst. Aber nehmen lieber die Mehrheit. Das ist besser, Bruder. Auf jeden Fall, ich schicke euch in Telegram die Seite. Das sind alle schiitischen Dinge, Tafsire. Nee, nicht Hamdi will, guck mal, nicht Hamdi will Harut, sondern Harut will Hamdi, mein Freund. Ja? Genau. Wir wollen Hamdi, nicht Hamdi uns, wir wollen ihn. Er soll hier reinkommen. Ja? Oder er ist wieder joggen, ich weiß ja nicht. Wir wollen wissen, wer diesen Mann. Was macht Bülent Ersoy da schon wieder? Ja. Bülent, Salam Aleikum. Wir wollen wissen, was für ein. Leute, ihr wisst ja, die Menschen haben ja viele Probleme heutzutage. 8 Milliarden Menschen. Und wir wollen unbedingt wissen, was für ein Kleber wurde benutzt, um den Mond wieder zusammenzukleben. Weil mit diesem Kleber kann man auch die Probleme der Menschen wieder gut machen. Richtig. Aber es muss ja genau, schon von Bruder. Patex, oder? Von Patex, Bruder. Zum Beispiel. Allahs Patex. Allahs Patex sozusagen.
Also ganz kurz, Bruder, bleib du mal beim Mond. Ich zeige dir kurz was, okay? Warte mal, ich mache jetzt auch meine Kamera an. Moment. Im Blend Patex. Für alle Leute, wo ihr jetzt gerade zuschauen, weil wir müssen jetzt gleichzeitig quasi beweisen, woher sie diese Inspiration haben, quasi von, ich würde sagen, Bülent Ceylan. Von LXDO, du hast recht, wir haben keinen Respekt. Du hast wirklich recht, LXDO, wir haben keinen Respekt. Genauso wenig Respekt, wie wir haben, wo der Koran uns Schweine und Affen nennt, weißt du? So. Sag mal den Mond, Bruder. Ah, Bülent Ersoy. Schon wieder Bülent. Die Mondspaltung. Aber da sieht euch mal vor. Gut aus. Guck mal, das ist die Mondspaltung, ja? Warte. So ungefähr, ja? Guck mal jetzt das Bild von Harut an. So, ja, Bruder, das sieht perfekt 1:1. So kann man sich das vorstellen. Schizophrene Schöpfung. Und wenn Hamdi fertig ist mit der Erklärung zu dem Mond, hier zu diesem halben Sumo-Ringer alias Bülent Ersoy, möchten wir, dass er hochkommt, weil er sucht mich ja die ganze Zeit. Ich möchte, dass er mit mir, weil er hat ja gesagt, dass er mit mir einen Helikopter mieten will und bis nach Aserbaidschan fliegen will und Yajuj und Majuj zeigen will, richtig? Das würde mich sehr interessieren, Bruder. Es gibt sogar, glaube ich, Bilder, wie die aussehen. Vielleicht wissen die Leute nicht mal, wer Yajuj Majuj ist. Pass auf, an alle Muslime. Wir zeigen euch jetzt mal, wie Yajuj Majuj aussieht. Komm, Bruder. Pass auf, Bruder, lass mich kurz noch erklären. Ja. Und zwar, wenn er den Helikopter bezahlt, ich gebe die Hälfte. Kein Problem. Wenn wir Yajuj und Majuj finden, ja? Ja. Möchte ich noch mit ihm in das Weltall fliegen, das übernehme ich dann die Kosten. Ja? Weil ich mache ja dann die Sahada. Ich werde dann Moslem, wenn wir Yajuj und Majuj finden, dann werde ich Moslem. Und danach bezahle ich die Kosten für eine Rakete und dann soll er mir aus dem Weltall zeigen, wo dieser Wal ist. Das würde mich auch sehr interessieren. Wo ist dieser Wal, Libasch? Bruder, und ich übernehme die Kosten für eure Unterhaltung und ein Konzert von Bülent Ersoy. Ich bin dabei, Bruder. Ich ich bin alle können dabei. Mitkommen. Wirklich, alle, die im Stream sind, können das uns leider raus. Jetzt. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Ebenfalls, Melli, Gott segne dich. Melli, Gott segne dich. Du bist immer willkommen. Danke, tschüss. Tschüss. Ciao. Jetzt wird's richtig interessant. Leute, bitte schaut auf Harut, was er gerade zeigt. Es ist sehr, sehr interessant. Es ist das achte Weltwunder, würde ich sagen. Und eine Weltsensation, ja. Die Wissenschaft muss wirklich wieder von neu anfangen, die Wissenschaft. Weil wir haben was entdeckt, ja, im Islam, was alles, wirklich, alles, sogar den Urknall in den Schatten legt, ja. So. Seht ihr erstmal diesen Wal? Mach mal größer, Bruder, ein bisschen. Geh mal näher. Seht ihr diesen Wal, diesen Pottwal? So, seht ihr den? Auf seinen Rücken sind sieben, in Anführungsstrichen, Pizzaerden. Ja? Pizzaerden. Also Flacherden, ja? Sieben Stück. Bruder, nur dieses Earth, nur das ist falsch. Da muss sieben Himmel stehen eigentlich. Himmel, nur das genau. Ist eigentlich richtig, Himmel, genau. Sieben Himmel auf dem Rücken eines Pottwals. So. Und er wiederum auf eine Kuh. Auf eine hinduistische Kuh wahrscheinlich. Weil die sehen aus wie die aus Indien, ne? Das weißt du. So. So. Und sie wiederum ist auf Stück Rock, ja. Fels? Berg? Genau. Ja, Fels, ja. So. Und die wiederum auf Staub. Das war jetzt quasi die islamische Antwort auf Welt der Wunder. Mashallah. Mashallah. Lass uns dafür mal einen schönen Tanz sehen. Bruder, dieser Easy Mind, der tut die ganze Zeit Anfragen stellen, angeblich. Guck mal ganz kurz. Bruder, lass uns mal kurz dafür einen Tanz einblenden. Heide. Ja. So. Wie denn? Ah ja, genau der. Come on.
Und jetzt alle, auf geht's. Hey. Yalla, yalla. Der bewegt aber sein Hintern, der bewegt sein Hintern aber gut, hey, seine Hüften. Boah, woher das wohl? Der war in seiner Kindheit Bachabasi Boy. 100% Bachabasi. 100%. Bruder, der stellt die ganze Zeit Anfragen angeblich, ne, der Typ? Nee, hat er nicht. Ich lade ihn jetzt ein. Okay. Easy E, er ladet jetzt dich ein. Komm jetzt nicht mit Ausreden, okay? Komm, in die Höhle des Löwen. Was geht? Alles gut bei euch? Gott segne dich erstmal. Salam alaikum. Alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Ja. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Ihr habt vorhin gesagt, ey, der hat zu viele Fragen gestellt. Ich habe letztens überhaupt keine eine einzige Frage gestellt. Ihr habt mich von allen vier Seiten attackiert. Ohne meine Frage. Weißt du, was eine Ironie ist, Easy? Ich habe doch gesagt, euer Problem ist, der Muslime, der hier reinkommt, ja, abwechselnd von der Seite zu attackieren, dass er überhaupt keine Worte findet, etwas zu sagen. Das ist euer Taktik. Ich höre euch schon seit ein, zwei Wochen. Das habe ich doch gar nicht gesagt, diese Schott. Jetzt beruhig dich mal. Das ist unsere Taktik. Leute, nicht persönlich werden. Ein Schluck Tamedurin. Und dann ist sie wieder besser. Ich habe das gar nicht gesagt. Ich habe gesagt, dass du sehr schwierige Fragen gestellt hast und wir keine Antworten haben. Ich würde sagen, wir fangen jetzt mal an, Sheikh Bruder und Harold, wir fangen jetzt mal an mit Easy E. Er ist jetzt Gast bei uns, das heißt, wir haben auch Regeln. Das heißt, wir bestimmen das Thema, Easy E. Oh ja. Und wir fangen jetzt auch mit dem ersten Thema an, Easy E. Harold, willst du mit dem ersten Thema anfangen oder soll ich anfangen? Mach du, Bruder. Okay. Also, Easy E. Ich wollte doch wissen, was Muslim bedeutet. Deswegen bin ich aufgekommen. Okay, dann komm erstmal mit dem Wort Muslim und danach fangen wir an, okay? Versprech uns, dass du uns nicht mundtot machst, weil in deiner Bio steht, wenn du nicht nett bist, mach ich dich mundtot. Ja, dann müsst ihr nett machen. Guck mal, du machst dich lustig über mein Bio. Das ist genau das easy. Problem mit euch Christen, ja? Easy. Nicht emotional werden, bleiben wir sachlich, Easy. Guck mal, das nennt man... Urin und dann geht's wieder gut. Das nennt man Humor, Easy. Easy, ist doch gut. Wir haben es verstanden, Easy. Beruhig dich, es ist nur ein bisschen Humor, ein bisschen Lachen, alles gut. Erklär uns mal, was Muslim bedeutet und dann fangen wir an, okay? Okay, darf ich anfangen? Ja. Ja. Ohne dass ich jetzt unterbrochen werde? Natürlich. Vielen, vielen Dank und Gott segne euch. Okay, ich fange an. Gott Muslim segne dich ebenfalls. Darf ich anfangen? Ja. Muslim bedeutet... Oh, ich komme ja gar nicht zu Wort. Wenn ich etwas sage, sagt er etwas. Lass mich zu Wort kommen. Ja, bitteschön. Dankeschön. Muslim bedeutet Ergebener. Und ich glaube als Muslim, ja... Ich als Muslim glaube, dass jeder Mensch, ja, der geboren ist, ja, ist ein Muslim. Und Muslim bedeutet Ergebener. Warte, ich bin gleich fertig, 10 Sekunden noch. Muslim bedeutet Ergebener. Und jeder Mensch, der am Leben ist, ja, ist ein Ergebener Gottes. Sehr gut, sehr gut erklärt. Gott, Jesus ist Prophet. Genau wie Mohammed. Okay. Und alle anderen. Okay, das war jetzt nicht unsere Frage und warte mal ganz kurz, nicht weitermachen. Du hast jetzt erklärt, was Muslim bedeutet, Easy. Jetzt bleiben wir erstmal bei Muslim und nicht wer jetzt Muslim ist, sondern bei dem Wort. So, du hast erklärt, der Begriff Muslim bedeutet ergeben. So. Ja, jetzt kommt aber meine Frage auf ergeben. Ergeben wen? Den Teufel oder den Gott ergeben oder auf wen ist es bezogen? Gerade gesagt, das glaube ich falsch. Nein. Ergeben Gottes wen? Ergebener. Aber wo steht ergebener. Das Wort Gott in dem Begriff? Wo steht Gott? Ich habe doch jemanden erschaffen. Wer hat dich erschaffen? Oder bist du einfach Easy. Du sagst, es geht nur um den Begriff Muslim. Du sagst, Muslim bedeutet ergeben. Richtig. Wo steht jetzt hier ergebener. Gott ergeben? Ergebener. Ergebener. Wo steht... Ergebener. Guck mal. Warum steht hier nicht Gott? Weil wir wissen ja nicht, ergebener wen? Ergebener des Teufels? Es gibt ja auch Teufelsanbeter. Nein, es gibt auch Satanisten. Ergebener des Schöpfers. Aber wo steht Schöpfer? Schöpfer ist Gott. Ja, aber wo steht, nein,
Es geht um den Begriff Muslim. Du hast gesagt, du kommst hoch und erklärst uns. Du hast es jetzt schön erklärt. Muslim bedeutet ergeben. Jetzt ist meine Frage darauf, um es zu verstehen. Wo steht jetzt Gott ergeben oder könnte auch Satan ergeben sein, ne? Was machen wir jetzt? Seit wann ist man ergebener von Satan? Oder seit wann ist man ergebener von... Es gibt Satanisten. Abu Hanza. Ja, Bruder. Gott ergeben bist du doch auch, oder nicht? Ich? Ja. Ja, ja. Bist du jetzt Muslime? Nein. Nein, um Gottes Willen. Ja, siehst du. Das ist eine Blödsinnfrage. Deren Gott Allah, der läuft auf Batterie, auf Notstrom gerade. Das soll man erklären. Bruder, warte, das müssen wir einmal zeigen. Das müssen wir einmal zeigen, was er meint. Ich hätte mal das eine ernsthafte Frage, ja? Er meint das hier, er meint das hier. Stopp, die. Zeig mal mit dem Finger, Bruder, die Batterie. Zeig mal die Batterie, Bruder, mit dem Finger. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah hat mir auch Geld gegeben, dass ich tanken darf. Allah hat mir Geld gegeben. Ich hätte mal eine ernsthafte Frage, bevor Easy Shops durchdreht. Macht der Easy Shots nicht sauer? Nee, ich mach dich sauer. Ich hätte nämlich eine ernsthafte Frage. Easy, komm, ein bisschen Humor, mein Gott. Du sagst ja, dass man den Schöpfer ergeben ist, gell? Oh. Jetzt hätte ich eine Frage. Und zwar, nachdem ja Jesus Christus im Koran auch Schöpfer ist, meinst du dann auch, dass wir uns Jesus Christus im Koran ergeben müssen? Ihr sollt Jesus folgen. Ihr sollt Jesus folgen. Wie die Muslimen Jesus auch folgen. Aber wir Muslimen, unser Messenger ist Mohammed. Ja. Aber wir Muslimen folgen dem Jesus auch. Aber ihr sagt, ach, ergeben, du hast ja gesagt, wir sollen uns dem Schöpfer ergeben. Das Problem von euch ist, ihr akzeptiert nicht Mohammed, ihr akzeptiert nicht. Ja, aber lass Sheikh mal kurz ausreden. Easy, ganz kurz, alles gut. Lass mal kurz Sheikh seine Frage stellen. Genau. Ja, aber du hast doch gesagt, wir sollen uns dem Schöpfer ergeben. Und laut Koran ist doch Jesus Schöpfer. Laut Koran ist ja Jesus Schöpfer. Also, du hast gesagt, wir sollen uns dem Schöpfer ergeben. Heißt das, dass wir uns dem Schöpfer des Korans, Jesus Christus, ergeben müssen? Darf ich darauf antworten? Ja, selbstverständlich. Das war ja deine Frage. Dankeschön. Du hast gerade gesagt, sollen wir uns auch, wenn Jesus der Schöpfer ist, sollen wir uns auch Jesus ergeben, hast du gerade gesagt. Du darauf... Ja. Wie kann Jesus Schöpfer sein, wenn er selbst geboren wurde? Ganz einfach. Er ist ins Fleisch gekommen. Glaubst du nicht, dass der Allmächtige in seine Schöpfung treten kann? Ey, wie kann ein Mensch... Kannst du jetzt darauf eingehen? Nicht? Ah, erklär doch mal. Wie kann er der Schöpfer sein? Hast du die Frage überhaupt verstanden? Ist der Allmächtige nicht allmächtig genug, dass er in seine eigene Schöpfung treten könnte? Unmöglich. Wieso ist das unmöglich? Damit tust du ja die Allmacht deines Allahs limitieren. Und einschränken, genau. Bruder, Moment, Easy Shot. Was ist denn, wenn wir dir zeigen, dass Allah in jedem dritten Teil der Nacht kommt er in seine Schöpfung rein? Und das ist jetzt genau sozusagen der Geist, der Heilige Geist, meinst du damit? Nein, nein. Dass er in den Schöpfer reinkommt. Hä? Guck mal, wir zeigen dir das. Dass er in den Schöpfer reinkommt, was für eine Aussage. Ich glaube, er hat einen Flugskompensator, wie bei Back to the Future. Eine Frage will ich dir nur einmal stellen und antworte nicht wie 99% der Muslime. Wenn im Philipperbrief steht, er hielt es nicht fest, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich, nahm die Gestalt eines Knechts an. Bevor er die Gestalt eines Knechtes annahm, was war er vorher? Darauf bin ich nicht gebildet und habe kein Wissen. Aber da musst du nicht gebildet sein, wenn da steht, er hielt es nicht fest, Gott gleich zu sein. Bevor er Mensch wurde, was war er denn gleich? Keine Antwort, hier. Ist auch eine Antwort, siehst genau. du? Genau. Guck mal hier, zeig mir es, Sven. Guck mal hier.
Im Hadith Sahih Muslim Nummer 758a steht geschrieben, Abu Huraira berichtete Allahs Messenger, kann Frieden, also Frieden sei auf ihm, unser Herr, also Allah, fällt jede Nacht zum niedrigsten Himmel, in der, also auf Englisch ist, kann man es besser, die Übersetzung ist nicht so akkurat. Lass es auf Deutsch. Ja, guck mal, our Lord, the blessed and exalted, descends every night, ja, er fährt herab jede Nacht zu the lowest heaven, ja, also zu dem, von über dem siebten Himmel, auch über seinem Thron, kommt er zum ersten Himmel, lowest heaven ist ja der erste Himmel, und er kommt ja in seine Schöpfung rein. Und du hast eben gerade gesagt, nein, das macht er nicht. Allah ist der goldene Reiter. Was ist, wenn wir dir zeigen, dass Allah seinen Fuß in die Hölle getan hat und die Höllenbewohner gesagt haben, Qati, Qati, sozusagen, reicht, reicht. Mhm. Was ist, wenn wir dir zeigen, dass Allah sein Schienbein zeigen wird? Der ist unwissend, das hört man doch direkt schon. Ja. Easy Shot, das stimmt, Easy Shot. Das stimmt wirklich. Ja. Steht auch im Koran, dass er sein Bein entblößen wird und sich die Leute niederwerfen werden. Zeigen wir es ihm, oder? Was ist der Sinn, dass er sein Bein zeigen wird? Was wenn er doch ein Bein hat, dann hat er doch auch irgendwie einen Körper, oder nicht? Oder ist der einfach Prophet nur so ein fliegendes Bein? Sahih al-Bukhari 4848. Der Prophet keiner sagte, hat die Möglichkeit, den Allmächtigen zu sehen. Weißt du, was es ist, von was ihr redet? Easy Shot. Okay, guck jetzt. Der Prophet sagte, the people will be thrown into the hell fire and will say, also die Menschen, eine bestimmte, werden in die Hölle geschmissen und sie werden sagen, are there any more to come? Werden noch mehr kommen? Bis Allah sein Fuß über sie legt und sie werden dann sagen, enough, Qati, Qati. Qati, Qati! Aua, aua. Aber weißt du, was das Ding ist, Harut? Weißt du, was das Ding ist? Die sagen, Muslime kommen in die Hölle, dann bleiben die eine gewisse Zeit und dann kommen sie in Jannah. Dann frage ich mich, welche Zeit gibt es denn in der Ewigkeit? Da gibt es doch keine Zeit mehr, oder? Nimmt mal hier einen Kollegen hoch, der ist auch Muslim, der ist vielleicht besser. Easy Shot. Ich habe eine bessere Idee. Du gehst doch in die Moschee, richtig? Ja, in 10 Minuten muss ich auch beten. Ich gehe auch gleich raus. Kein Problem. Könntest du deinen Hodja oder deinen Imam oder deinen Sheikh anrufen, dass er hier online kommen soll? Jetzt sofort. Ja, bitte, Sheikh. Ich will einen Sheikh haben. Oh, nee, das ist unmöglich. Oder ich will einen Sheikh haben. Bruder, hol ein Erdbeershake, ein Schokoladenshake und schmeckt ja, weil es geht ja um die Wahrheit, ja? Und die Wahrheit ist ja nicht irgendwie unmöglich. Es geht um die Wahrheit, weißt du, was ich meine? Es wäre doch schön, wenn ein Sheikh hier reinkommt, nicht, dass die Leute immer sagen, wir reden mit Unwissenden. Dann hol bitte deinen Sheikh, wenn du später beten gehst, oder deinen Imam und frag ihn, ob er mit uns wenigstens 10 Minuten, nicht länger, 10 Minuten ja, spricht. Wenn ich einen gebildeten Muslim oder einen Sheikh hier reinhole, der macht euch mundtot. Wollen wir auch. Der soll uns auch mundtot machen. Ja, aber es steht in deiner Bio, dass du uns mundtot machen kannst. Also mach uns mundtot, bitte. Nee, weil ich nicht gebildet bin. Ich bin nur zu der Frage gekommen, was uns geht. Okay, dann danke, dass du da warst. Wir holen jetzt einen anderen hoch, okay? Bis dann. Hol einen gebildeten Sheikh, bitte. Ich will einen Sheikh mal haben. Easy Shots, danke dir. Bis dann. Wir holen einen anderen hoch. Danke, dass du da warst. Gottes Segen. Ciao. Danke. Ciao. Judy. Wo ist eigentlich Hansi, a.k.a. Glätteisen? Der glättet uns. Wir haben jetzt einen neuen Gast. Hallo, hör mal zu. Hey, Harut, ganz ehrlich, Spaß beiseite. Ja, bitte, aber wer hat diesen Stream? Ich warte seit einer Woche auf diesen Stream. Welchen? Also, 61er. Salamu alaikum. Auf den Stream? Nein, Gruß nehme ich nicht an. Geh mal weg mit deinem Gruß, du erstmal. Auf den Stream, wo es ums Alkohol ging. Harut. Guck mal, 61er. Salamu alaikum erstmal. Merkt Möbringen. Euren Gruß nehme ich nicht an. Euren Gruß nehme ich nicht an. Ja, dann bist du überhaupt. Ich habe was gefragt. Jetzt hör mir zu. Hört mir zu. Wie alt bist du? Was tut das? Wie alt ich bin? Wie alt bist du? Ich bin 17 Jahre alt. Dann raus mit dir. Dann raus mit dir. Ja, Mann. Kleines Kind will mit uns hier debattieren.
Harut, wer hat den Stream, bitte? Jetzt ganz ehrlich, wer hat den Stream? Shake, was? Shake, wir sind doch gerade hier gerade am Reden, was meinst du? Den Stream, da wo ich, haben die zerfetzt ab. Kann ich dir nicht sagen, mein Lieber. Redet doch ein bisschen respektvoll miteinander. Mann, ey. Du bist immer noch easy. Das ist einfach so verloren gegangen. Einfach so verloren. Der ist immer noch da. Der ist einfach immer noch da. Ja. So, wir haben noch einen da. Cash. Jetzt kommt Cash. Allah wird uns Geld Segen bringen jetzt. Wenn Cash kommt. Warum machen die Leute Platte hier? Okay. So macht ihr das. Also ich denke, wenn man debattiert, dann ist es, wisst ihr es auch und so, dass auch... Cash, erstmal guten Abend, Salamu alaikum, hallo, Assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Du darfst nur alaikum sagen, weißt du das nicht? Wie bitte? Du darfst nur alaikum zu Kuffar sagen, weißt du das nicht? Wir sind doch Kuffar, oder nicht? Du bist Kuffar, ich bin Muslim, ich bin Sunna. Ja, aber so, warum sagst du dann Salamu alaikum? Du darfst nur alaikum sagen. Was? Du bist wahrlich ein Übermensch, ja? Wie bitte? Cash, du bist Cash, wir haben hier ein Thema. Jungs, wir haben hier ein Thema gerade. Okay. Und zwar ist die Frage gewesen, ja. Die wir nicht klären konnten, weil wir haben ihm ja ganz klar eben die Antwort gegeben, dass Gott allmächtig ist und in seine Schöpfung kommen kann, ja, als Mensch. Und dann sagte er, oh nein, Astaghfirullah, Allah kann nicht in seine Schöpfung kommen. So, wir haben jetzt ganz klar gezeigt in der Sunna, du folgst ja der Sunna, an vielen Stellen, wie zum Beispiel hier, Allah hat seinen Fuß in die Hölle getan. Okay. Oder hier, Allah kommt in jedem dritten Teil der Nacht, kommt er zu dem ersten Himmel runter. Oder er wird sein Schienband zeigen bei Yawmul Qiyamah am Tag des Gerichts. Er hat zwei rechte Hände auch, nicht vergessen. Zwei rechte Hände, genau. Warum sagen jedes Mal Muslime, Astaghfirullah, Gott wurde Mensch, aber Allah ist selber in die Schöpfung gekommen. Okay, können wir dann vielleicht in einem Augenhöhe debattieren und vielleicht auch Dialog machen und nicht Monolog, wäre das möglich, mit Respekt? Gerne. Ihr könnt reden, ich höre euch zu und wenn ihr fertig seid, dann kann ich auch reden, ohne unterbrechen zu werden. Wäre das möglich? Gerne. Okay. Bevor ich anfange, ich wollte einfach mal so, ich bin Muslim, bin Alhamdulillah Rabbil Alamin, Rabbi Srachli, Satiri, wa Yassirli, Amri, Bismillahirrahmanirrahim. Aman Rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal muhminun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli la nufarliqu bayna ahadin min rusuli. Was soll das jetzt alles? Darf ich bitte sagen, erstmal einfach respektieren? Wenn du beten willst, geh in Moschee, Mann. Das ist da. Also ihr seid so angehalten. Farada Muhammadan. Farada Muhammadan bima anzala ilayhi. Okay. Farada. Das ist euch überlassen. Also das ist keine Debatte. Das ist halt unser kein. Was ist das für eine Debatte? Du betest, geh in Moschee, wenn du beten willst. Das ist kein Gebet. Ich sag einfach nur. Ghasaba Muhammadan awalan. Okay, shukran. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Amana Rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal muhminun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli. Kenta schon wieder an. Baina ahadin min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ufranaka rabbana wa ilaykal masir. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhirna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alayna isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم امين يا du bist im Recall, alles klar jetzt. Eine Frage, willst du jetzt den ganzen Koran vorlesen oder was? Kannst du Arabisch? Arabisch kann ich nicht so gut, aber ich verstehe schon. Kannst du das auf Deutsch sagen, was du gerade gebetet hast? Das wäre nett, dass wir alle verstehen. Das wäre nett. Sehr gerne, kann ich auf Deutsch sagen? Warte. Sheikh, Bruder, ganz kurz. Kannst du mir zu das alles, was du gesagt hast, jetzt gerade auf Arabisch, nur auf eine Frage beantworten? Du hast gefragt, ob ich das auf Deutsch sagen kann? Nein, keiner will das auf Deutsch wissen, glaub mir, keiner. Aber ich möchte dir fragen. Ich glaube, so ein Spieler. Warte, ganz kurz. Bima anzala Allahu ala Rasulu, amanu, ma ba'arif shu. Kannst du mir eine Aya, warte ganz kurz. Kannst du mir eine Sure aus dem Koran zeigen, wo Allah
zu ihm direkt spricht und ihm sagt, sagt das diesen Menschen weiter? Eine Sura, bitte. Okay. Wo Allah direkt zu Mohammed spricht. Komm, wenn du mir das zeigst. Okay, ja. Bei allem Respekt, Allah, Allah betet für ihn, Allah, kein Problem. Kannst du mir eine Sura im Koran zeigen, wo Allah direkt zu Muhammad spricht und sagt ihm, oh Muhammad, ich bin dein Gott, bete mich an. So wie er alle zu alle anderen Propheten gesprochen hat. Zeig mir, Bruder Gudi, er hat ja gerade gebetet, ich würde gerne auch kurz ein Gebet sagen. Er hat ein Fatwa gemacht. Mach ein Gebet. Okay. Ich würde auch gerne ein Gebet machen. Es ist freie Meinung, Äußerung. Ich würde auch gerne ein Gebet machen. Gib mir bitte jetzt, guck mal, gib mir bitte ein Ei oder Sure. Komm. Er ist irgendwo im Club oder so. Ich würde auch gerne ein Gebet machen. Bei mir, ich trinke gerade ein kaltes Bierchen. Okay, Cash, du hast jetzt die Frage gehört? Ganz kurze Gebet, würde ich ganz kurz bitte antworte diesem Bruder, er spricht sehr gut Arabisch. Okay, mashallah. Und zwar, der Sheikh hat gesagt, er will auch ein Gebet machen. Ja, ich möchte auch ein kurzes Gebet aufsagen. Bruder, wir sind, ihr könnt gerne... Jesus Christus, erlöse uns von dem Bösen. Amen. Fertig. Amen. Amen. Jetzt, Cash, seine Frage war... Zeig uns bitte eine Eier, wo Allah persönlich mit Mohammed geredet hat. In dem Koran, sallallahu alaihi wasallam, in dem Koran geredet hat. Ja. Genau, diese Eier, was der Bruder sagt, ich habe diese Eier nicht in dem Koran, nicht in dem heiligen Koran gesehen. Und dass Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jalla, darf ich bitte reden, ohne unterbrechen zu werden, lasse ich das auch reden. Ich möchte das aus dem Koran haben. Ja. Ich möchte das aus dem Koran haben, nichts anderes. Ich möchte aus dem Koran haben. Nein, das ist mein Recht, das ist meine Frage, er soll mir sobald er was anderes nimmt, Bruder, stopp ihn. Deswegen lass ihn, mal gucken. Cash, yalla. Okay, und zwar, die habe ich nicht in dem Koran gelesen, Gudi. Nein. Nicht das, was du gelesen hast. Wir möchten nur von dir diese Frage beantworten. Er hat gefragt, wo hat Allah mit Mohammed persönlich geredet? Sallallahu alaihi wasallam. Ja. Wo oder wo es steht? Wo steht es im Koran? Wo es steht? In dem heiligen Koran, die ich hier habe in meiner Hand, steht, habe ich nicht gelesen da. Nein. Er hat immer noch nicht verstanden. Wo im Koran hat Allah mit Muhammad persönlich geredet? Persönlich mit ihm geredet? Persönlich halt mit Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam geredet. Es war in seinem Traum. Also in dem Koran steht ja, sobald ich mitbekommen habe. Das ist Moses. Ich wusste, dass du mir das sagst. Das ist Moses. Lass mal den, bitte, guck mal, die Frage ist mit Mohammed, nicht mit Moses. Genau. Mit Mohammed. Und mit Musa alaihi wasallam. Ja, mit Musa alaihi wasallam hat Allah mit Musa alaihi wasallam geredet. Und mit Annabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hat Allah subhanahu wa ta'ala durch Gabriel alaihi wasallam. Ah, jetzt kommen wir schon mal näher. Richtig, jetzt kommen wir schon mal näher. Okay. Genau. Wir debattieren, weißt du? Nur wenn wir debattieren, dann können wir auch uns verstehen. Wir müssen auch miteinander. Ja, okay, der Glaube darf uns auch nicht trennen. Der Mensch ist immer noch ein Mensch. Okay, ganz kurz. Bruder Harut, darf ich bitte, gibst du mir 2 Minuten? Ja, du redest mit ihm jetzt, wir sind ruhig. Okay, guck mal. Wir haben jetzt ganz klar erfahren, dass Allah nicht mit Mohammed persönlich gesprochen hat, sondern durch Lieferando, also mit Jibril. Jetzt kannst du reden, Bruder. Okay, aber wenn wir so unterworfiger Respektlosigkeit miteinander so über Religionen redet, ich bin raus, weil ich respektiere eure Religion und ich bitte auch und so die Formulierung und die Art und Weise, wie ihr auch Okay. 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 Judy ist jetzt dran. Wir respektieren Judy, er möchte jetzt 2 Minuten reden. Okay, er hat seine Antwort, er hat mir keine Antwort gegeben, er hat gesagt, Gibrail, er hat zum Prophet geredet, richtig? Okay, kannst du mir jetzt aus dem Koran noch sagen, wer Gibrail ist? Gibrail alayhi wassalam. Ja, sag mir aus dem Koran, gib mir eine Suche und sag mir, wo es da steht, wer Gibrail ist. Ich kann dir das, da brauche ich nicht von dem Koran zu lesen, Bruder. Wallah, ich kann dir sagen, wenn du das nicht... Gibrail alayhi wassalam. Nein. Sag mir aus dem Koran. Ich möchte ihn aus dem Koran haben. Meine Fragen geht nur darauf, hol mir aus dem Koran. Nichts anderes. Ich will nichts anderes hören. Kannst du mir was aus dem Koran sagen oder nicht?
Gudi, okay, bevor ich das sage und so, weil ich bin ja nicht hier beim mach das. Nein, es ist ein Debattieren. Ja, okay, ich erkläre dir warum. Ich erkläre dir warum. Ganz kurz, du kannst gleich weiterreden. Ich debattiere nicht mit dir. Du kannst mit Judy reden. Ich will dir nur was erklären. Okay, guck mal. Bei einer Debatte, Cash, ich erkläre dir kurz was. Das sind unsere Regeln. Cash, ich rede doch nur. Ich erkläre dir kurz was, dann kannst du weiterreden. Cash. Darf ich bitte meinen Satz zu Ende bringen, bitte? Darf ich bitte meinen Satz zu Ende bringen? Cash, ich will dir nur kurz was erklären, wegen dir und Judy. Wenn du mich reden lässt, dann lass es ist dies auch reden. Cash, ich debattiere doch nicht mit dir. Ich will dir nur was erklären. Guck mal. Der Judy möchte mit dir. Und ich bin gekommen, Cash, mit Respekt, ganz kurz. Ebene. Ich will nicht mit dir debattieren. Ich will dir nur kurz was erklären. So, dann musst du mir auch nichts erklären. Cash, hör doch zu. Du bist emotional, Bruder. Du bist nie meine. Hör doch zu, Cash. Ich will dich doch nicht angreifen. Ich was sagen. Ihr lässt uns nichts reden. Weil da Cash, ich will dich nicht angreifen. Ich will dir nur was erklären, Cash, ganz kurz. Bruder, ich schreib wenn du mit Judy redest, genau, wenn du mit Judy redest, Cash, ich will nur damit sagen, komm bitte mit Quellen, damit alle Leute, wo hier zuschauen, guck mal, Cash, wir haben 250 Leute. Das heißt, jeder will hier die Quelle sehen, damit alle es nachvollziehen können. Das, was ihr sagt, ist nicht erfunden, sondern hat eine bestimmte Quelle, damit alle nachschauen können. Verstehst du nicht, dass es heißt, Cash, ganz kurz, nicht, damit die Leute nicht denken, guck mal, Cash redet Sachen, aber kann nichts beweisen. Der Judy sagt Sachen, kann nicht beweisen. Bitte bei einer Debatte für alle, Bruder, für alle hier, wo zuschauen, bitte mit Quellen. Und wenn du keine Quellen hast, Bruder, ist es keine Debatte. Weil das nennt man dann Philosophieren. Genau, das ist keine Philosophieren und so. Es sind dann nur Quelle, Bruder. Bitte hol die Quellen, Bruder. Wir brauchen eine Basis. Cash, wir brauchen eine Basis, damit alle nachvollziehen können, das, was ihr gerade erzählt. Aber ihr lässt Leute nur nicht ausreden. Das ist halt das Problem. Du kannst jetzt weiterreden, Cash. Du kannst jetzt weiterreden, aber bitte mit Quellen. Ich höre dir zu, alles gut. Ich bin mit Respekt gekommen. Ich gehe auch mit Respekt, respektiere jeden Mensch, wie er ist. Alles gut, verurteile niemanden. Also alles gut, alles gut. Du hast viel probiert, das ist verboten. Aber ihr lässt mich auch bitte reden. Lass ihn, Bruder, Sheikh, lass ihn. Ganz kurz. Okay, mashallah. Dankeschön. Das ist Abu. Bitte die Quelle, Bruder, und dann sind wir ruhig, Bruder, danke. Alles gut, genau. Und deswegen finde ich es ja erstens sehr wichtig, dass ihr einfach gekommen seid, um eures zu vertreten, mit Wörter, mit Respekt. Das ist ja wichtig. Okay, wir haben das jetzt verstanden. Hast du verstanden, was wir gesagt haben? Guck mal, Cash. Ihr seid mit klarem Ziel gekommen, um dem Islam einfach nur Cash, guck mal, ihr seid alle so verlorene Seelen. Ihr seid alle so verloren. Du bist hier als Gast, mein Freund. Wallah, willst du hier bleiben oder nicht? Ihr seid nur verlorene Seelen. Willst du hier bleiben oder nicht? Aber ihr tut mir leid. Ihr tut mir wohl leid. Willst du bleiben oder gehen? Ja? Ihr tut mir alle leid. Ihr seid so verloren. Ja? Willst du bleiben oder gehen? Noch nicht in, so in den verlorenen Weg zu so, so Cash. Willst du bleiben oder gehen? Cash, bitte nicht philosophieren. Nicht philosophieren. Gib jetzt die Quellen an. Du darfst jetzt reden. Cash, du darfst jetzt reden. Cash. Hallo, du darfst jetzt weiterreden. Ist aber Beweiser hier, Wallah. Cash, du darfst jetzt weiterreden, komm nur mit Quellen. Mehr wollen wir nicht. Jetzt darfst du reden, aber bitte mit Quellen. Aber ihr seid mit einem Ziel. Ich setze hier, das sind Quellen hier, Bruder. Dankeschön, Cash. Jetzt darfst du reden und zeig die Quellen. Danke. Okay, darf ich mit der bitte reden? Nicht philosophieren, nur Quelle. Bitte nur die Quelle, danke. Genau, und richtig. Und bevor ich in die Quelle komme, ich will nur eine halbe Minute was sagen. Und das halt und so finde ich ja sehr schade. Cash, du redest schon die ganze Zeit. Ich hab Kopfschmerzen bekommen, Bruder. Ich hab Kopfschmerzen bekommen. Der redet schlimmer als eine Oma, eine Tante, eine Zwölfjährige. Du bist doch kein Mann, Junge. Der ist richtig schlimm. Ich erkläre nur die Regel und da gibt es noch eine halbe Minute. Er wollte seinen Frust auslassen. Der ist hochgekommen, hat erstmal 15 Minuten gebetet, Alter. Das war Wahnsinn. Ist doch nicht normal, dieser Typ. Obwohl gebetet, weiß ich nicht, vielleicht hat er uns auch 15 Minuten verflucht. Guck mal, Cash, hier war keiner Rassist, dein Prophet ist ein Rassist. Das zeigen wir dir Was, Rassist? Cash, bitte bleib drin, wir zeigen dir jetzt, wer so ein Rassist ist. Wir zeigen dir, wer ein Rassist ist. Dein Prophet Mohammed ist ein Rassist. Jetzt, ich habe sehr viele solche Hadithe. Bruder, fang Harut an, dann komm ich und dann kommt Sheikh. Cash, pass bitte auf und hör zu. Wir gucken jetzt, wer ein Rassist ist, ja? So, jetzt fängt's an. Warte mal, solange ihr das liest, lese ich den Cash mal was vor. Der Gesandte Allahs sagte, ich habe meinen Gebieter Allah in der Gestalt eines bartlosen jungen Mannes, welcher lockiges Haar hatte, in einem grünen Garten im Paradies gesehen. Das steht im Buch von
warte. At-Tirmidhi? Nein, nicht At-Tirmidhi. Ibn Taymiyyah. Hm. Ibn Taymiyyah, Bayan Talbis al-Jamiyyah, Band 7, Seite 290. Also ist Allah ein junger Mann mit lockigem Haar, hat Bart. Ja, sieht ja, richtig schick aus. Ja, so der so trinkt ein, bestimmt auch Sakko. Ja, wie ein Marokkaner sieht er aus, ungefähr so. Ja, oder Berber. Oder Berber, genau. Allah ist ein Berber, ja, kann auch sein. Yahya al-Kalbi. Ach, Yahya al-Kalbi. Dichya al-Kalbi. Es gibt ja viele, die sagen dann, ja, das war ein Traum, auch wenn es ein Traum ist. Das ist doch eine Offenbarung von Allah. Jo, okay. Hey, hör mal jetzt zu. Ist der noch da? Der kann Englisch, definitiv, Bruder. Der sieht schon, der guckt gerade zu. Guck mal, Cash. So, er ist nicht mehr Rassismus. Da. Kein Problem, wir lesen trotzdem. Also, in Sahih al-Bukhari, Hadith Nummer 693, lesen wir Folgendes. Anas sagt, dass der Prophet sagte, listen and obey your chief, even if in Ethiopian, ja, also hör zu und sei gehorsam deiner Obrigkeit, sogar wenn es ein Äthiopier ist, dessen Kopf wie eine Rosine ist. Sei halt, warte, Bukhari. Rosinen wegen den Haaren, weil die haben ja so Rosinenhaare. So wie Rosinen sehen die aus. Nee, das, er meint nicht wegen den Haaren, Bruder, sondern die, guck mal, die, er meint das Gesicht. Er meint die Kopfform. Die Kopfform wie eine Rosine, Bruder, nicht die Haare. Die Kopfform, ja, das ist rassistisch. Ja, ja. Ich glaube, du meinst, steht, wie da der steht sein hier, Kopf, oder? Da steht sein Kopf auf Arabisch. Sein Kopf, Bruder. Es geht wirklich nur um die Schädelform, also um die Gesichtsform. Er sieht aus wie eine Rosine. Jetzt stell dir mal vor, jemand sagt zu dir, weil du Albaner bist, als Beispiel. Du meinst wie aus, dieser Kelp hier, oder? Ja. Weil das ein Kelp ist. Zum Beispiel. Guck, Rosine. Deswegen sind das so Rosinenköpfe. Überleg mal, der nennt einfach mal so schwarze Rosinenköpfe. Ich war kurz weg. Wo ist Cash? Ja, wo ist Abkauen? Cash, wenn du hier zuhörst, auch wenn du es vielleicht durch einen Fake-Account oder durch andere, wer ist jetzt ein Rassist? Wir oder dein ach so geliebter, bester Mensch auf dieser Welt, dein Nabi, sallallahu alaihi wa sallam? Du hast gerade einen Schluck gehabt. Auch einen Schluck. Ja, ich habe es extra so gemacht, Bruder, weil die sagen immer so. Ja. Ja, und dann sagen die, wir machen keinen Unterschied zwischen den, zwischen den Propheten, aber bei Isa sagen die, alayhi salam. Ne? Wahnsinn, Bruder. Ich glaube, ich mache jetzt mein Profilbild als Rosinenkopf jetzt. Aber wir haben einen neuen Gast. Budi, kannst du Arabisch? Ja, der kann Arabisch. Hallo, hört man mich? Ein bisschen. Man hört es, ja. Okay. Kannst du ich will zwar nichts sagen, lass mich ausreden. Harut, es geht da um, du weißt, dass es da um Gebetruf, um Ersan geht, ne? Ja, das Thema ist... Es geht da um Ersan. Ja, das ist kein Problem. Lass mich ausreden, lass mich ausreden. Lass mich ausreden. Eren, hab Respekt vor Bruder Harut. Dein Prophet sagt... Dein Prophet sagt, dass er Äthiopier, die in einer Obrigkeit sind, your chief, listen and obey your chief, also wenn du eine Obrigkeit hast, der aus Äthiopien kommt, er nennt den Kopf von diesen Äthiopiern Rosinenköpfe. Was sagst du dazu, Eren? Darf ich bitte reden? Darf ich reden? Ja, was sagst du dazu? Findest du es aber korrekt, dass man einen Schwarzen so bezeichnet, dass er aussieht wie ein Rosinenkopf? Findest du das normal? Lass mich ausreden. Ja, findest du es normal, Eren? Darf ich? Ich will dir eine Antwort drauf geben. So, Harut, ich darf auch von deiner Seite ausreden, oder? Okay, danke schön. Guck, es geht da lediglich um den Ersan, um den Gebetsruf, erstens. Ja, aber was zweitens, hat eine Rosine damit da steht zu tun? Selbst, zweitens, da steht selbst wenn, das heißt, egal wie er aussieht, richtig, hört denen zu, richtig, wenn dein Geburt ist. Selbst wenn ein Äthiopier, dessen Kopf wie eine Rosine ist. Warum Äthiopier? Was aber wieso Äthiopier? Was? Aber wieso, nein, wieso Äthiopier? Wieso Äthiopier? Erklär mal. Ja, wieso Äthiopier? Ja, aber wieso ein Äthiopier? Äthiopier steht, aber ich kann dir sagen, dass man damit aussagen will, egal wie er aussieht, hört. Zeig mal den Google, Bruder, wie Äthiopier aussehen. Warte mal, wir nehmen jetzt das. Genau.
So. So, diese hat Mohammed als Rosinenköpfe genannt, ne? Findest du es korrekt? Der beste Mensch nennt diese Menschen. Guck mal diesen Mann an. Guck mal diesen Mann an. Findest du es korrekt, dass man ihn als Rosinenkopf nennt? Schäm dich. Da steht selbst. Schäm dich. Ey, du bist. Auch, boah, der versteht gar nichts. Raus mit dir, du Kleinkind. Raus. Das ist ein Kind. Guck mal. Gudi, du kannst ja Arabisch. Erklär mal den Muslimen, die sollen einen Granatapfel essen. Wenn sie den essen, dann bleibt der Scheitan 40 Tage entfernt. Dann sind die auch. Ich weiß nicht, warum die dann. Beiden, guck ihn dir sehr gut an. Guck ihn dir sehr gut an. Du kommst erst hier hoch, wenn du einsiehst, dass dein Prophet ein Rassist ist. Genau. Schäm dich nicht und steh dazu. Bruder Harut, ja, bitte, bitte. Mit Allah, dass er zu Mohammed gesprochen hat, ja, hat heute ein Muslim bestellt, ne? Ja. Er hat mir gesagt, gib mir etwas, wo mich zu Nachdenken bringt, dass ich diese Glaube verlassen soll. Und dann habe ich ihm diese eine Frage gestellt, wo im Koran Allah direkt zu Mohammed spricht. Ich weiß nicht mal, sein Gelehrten Sahih al-Bukhari kann das zeigen. Ja? Er hat mir eine Sura aus dem Koran geschickt, er hat gegen sich selber geschossen. Kannst du mal kurz bitte zeigen, wenn du nichts dagegen hast, auch wenn das jetzt nicht euer Thema ist? Sura 66. Er sagt mir in dieser Sura, Samra spricht hat in der Allah. Gegen Marvin gelogen, dass Allah, Allah mit Mohammed geredet hätte. Sura 66? Der heißt. Sura 66, Vers 1, ja, er sagt, hier hat Allah zu Mohammed gesprochen. Wenn ihr richtig genau liest, hat Mohammed Allah seine Regeln gebrochen. Hier hat Allah zu Mohammed gesprochen, direkt, weil da steht, o Prophet. Ja, aber warum sagt dann Allah, was Allah dir erlaubt hat? Warum nennt er sich selber Allah? Ja, nein, da steht doch, oh Prophet, er sagt so, da hat Allah zu ihm gesprochen. Ich sag zu ihm, Kitab, Imam Ali, hör mal zu. Wenn ich dir sage, oh Imam Ali, dein Vater hat gesagt, warum verbietest du Sachen, die ich dir erlaubt habe? Wer hat jetzt zu dir gesprochen, dein Vater oder ich? Ja, Judy, stell dir mal vor, er zeigt eine Sure. Guck mal, diese Sura ist sehr gefährlich. Er widerspricht Allah. Der Prophet widerspricht Allah, seinen Regeln. Ja, ja, genau, das ist der Inhalt. Aber stell dir vor, ich bin dein Chef und ich sage zu dir, oh Judy, stell dir vor, ich bin dein Chef, ja? Ich bin hier anstatt Allah. Ich sage zu dir, oh Judy, warum verbietest du, was Harut dir erlaubt hat? Allah hat in diesem Moment einen Hexenschuss. Ja. Aber guck mal, ich weiß gar nicht, was Allah, was für Allah. Mohammed hat sich jedes Mal, wenn er was wollte, hat er sich rechtfertigt, indem er eine Offenbarung bekommen hat oder was. Ist ja unfassbar. Wir müssen diese Sure, ganz kurz, Bruder Harut, das kannst du noch lassen. Wir müssen den Zuschauer hier. Guck bitte mein Profilbild an. Er widerspricht Allah. Alan, guck mal diesen Profilbild an. Diese nennt ihr Rosinenköpfe. Schämst du dich nicht? Wahnsinn. Belmara, bist du Muslima? Nein. Alan, schau dir das Bild an. Warum nennt ihr sie Rosinenköpfe? Schämst du dich nicht? Schau das Bild, guck mal, schau es genau an, schau es dir richtig an. Was hat er dir getan? Alan, was hat er dir getan? Sag mal bitte. Wieso nennt ihr sie Rosinenköpfe? Alan, wieso nennt ihr ihn Rosinenkopf? Schäm dich einfach nur, Alan, schäm dich, okay? Schäm dich. Du und dein Hamdi, diese Rassisten, ja? Come on, N, ja? Ihr seid Rassisten. Eren, schau ihn dir an. Guck, schau ihn dir an. Merken dir, Ey, Abu Khanja, ich hab das, haben die gesagt, so haben die bis jetzt auch Rassist gemacht. Was für Rassist? Mein Vater ist schwarz. Ja, natürlich, ja, Bruder, natürlich. Bruder, diese Ausrede. Wir werden bis heute in Arabien Abid genannt. Weißt du, was Abid bedeutet? Abid, genau, das heißt Sklave, ja. Bis heute werden die Abid genannt, bis heute. Bruder, das ist eine Umgangssprache, das ist normal. Das ist bei denen ganz normal. Und das weiß Eren. Eren existiert doch in Koran. Eren, schau ihn dir an. Wieso nennt ihr ihn Rosinenkopf? Was an ihm sieht aus wie eine Rosine? Erklär uns das mal bitte. Warum nennt ihn Mohammed so? Warum? Schäm dich einfach, Eren. Schäm dich wirklich. Es ist kein Spaß. Ja?
einen Menschen so rassistisch zu beleidigen. Es tut einfach nur weh. Warte mal, ich muss... Ja? Ich muss kurz einmal Allah einblenden, den Hybridgott. Guck mal, sogar mit Referenzen in Sunan an-Nasari. Allah. Der zwei Rechte. Das sind zwei rechte Hände. Geh mal in YouTube, Abul Bara, zwei Hände. Der sagt, der hat zwei rechte Hände. Hat er wirklich nur vier oder fünf Finger? Fünf Finger und auf jeden Finger von denen ist irgendwie die Welt. Einmal fünf und einmal sechs. Einmal fünf und einmal sechs. Mit oh, hat er noch einen sechsten Finger? Das einmal war dann fünf. Aus Versehen, der Finger da. Einmal fünf und einmal sechs. Eren, erklär mir bitte, wieso ihr ihn Rosinenkopf nennt. Ich bleibe jetzt bei dem Thema. Ich möchte jetzt von einem Muslim hören, der jetzt hochkommt. Ja? Ich zeige ihm extra dieses Bild. Er soll mir jetzt erklären, wieso Mohammed ihn als Rosinenkopf genannt hat oder bezeichnet hat. Das möchte ich jetzt wissen. Ja, wir haben einen Gast, eine Uchi. Bruder, ich kann dir schlimmere Hadith zeigen. So. Ich kann dir schlimmere Hadith zeigen, wenn es darum geht. Hol, Bruder, tut sich schon mal raus. Ja, hol dich schon mal, Bruder. Das Thema ist jetzt heute fertig. Das Thema ist jetzt. Ich lasse mich. Du hast jetzt heute Thema Rassismus? Rassismus, ja, Bruder. Das muss jetzt auch. Wir brauchen mehr Aufklärung, Bruder. Aufklärung. Rassismus im Islam. Al-Hijabi. Assalamu alaikum. Was sagst du zum Thema Rassismus im Islam? Der Bruder ist auch schwarz. Noch besser sogar. Ja. Genau, noch besser. Bruder, ich bin sogar Äthiopier. Okay, was sagst du dazu, Lil Hijabi? Was sagst du zum Thema? Was sagst du dazu? Findest du das korrekt, dass man euch als Rosinenköpfe bezeichnet? Nein, Bruder. Das ist doch rassistisch, oder nicht? Er ist kein Moslem. Bruder, ich bin Christ. Ja, ja, Christ noch besser, Bruder. Hör zu. Ja. Stell dir mal vor, die reden, Bruder, jetzt guck mal, die reden ja immer von, bei uns gibt es keinen Rassismus, jeder Mensch ist gleich, Allah liebt jeden Menschen, bla bla bla. Jetzt stell dir mal vor, in den Hadith, das ist auch noch Sahih, ja, und nicht live, das ist Sahih, da wird wirklich, du hast es gerade, warte, ich zeig's dir ganz kurz. Bruder, ich zeig jetzt. Okay, ja, Bruder, zeig du auch, genau. Harut, mach mal Sheikh groß, damit er die Quelle zeigen kann. Harut, mach mich groß, aber mach gefühlvoll. Gut. So. Sehr gut, Bruder. Bruder, ich habe zu viele. Warte ganz kurz. Sheikh, du musst beleidigt. Sache klar machen, Sheikh. Ja. Guck mal. Sorry, Bruder. Er beleidigt schon mal. Klar machen. Was denn? Nicht, dass du am Ende des Tages wirklich verrückt davon wirst. Ne? Ich kenne sehr viele Menschen, die sich zu sehr mit dieser Thematik beschäftigt haben und am Ende sind die verrückt geworden ein bisschen so. Ja, nee, wir haben Respekt gegenüber dir, Bruder. Pass auf. Langsam rangehen. Bruder, ich bin schon richtig verrückt. Pass auf. So. Koran, Kapitel 69, 90. Was Mohammed a racist? 60, wird hier die Frage 60. gestellt. 39, ja, 60. 60. Ich sage, ich bin verrückt. And on the day of resurrection, you shall see those who lied against Allah. Their faces shall be blackened. Als ob das was Schlechtes wäre, weißt? Richtig. Is there not in hell an abode for the proud? Dann geht's weiter. Pass auf, diese ist noch schlimmer. Ah, warte, ich habe die sogar auf Deutsch. Dann können wir sie auf Deutsch lesen. Genau, warte. Noch besser, genau. Noch besser, genau. So, Jami at-Tirmidhi 38, überliefert von Abu Darda. Der Gesandte Allahs, Friede sei mit ihm, sagte, Allah erschuf Adam, als er ihn erschaffen musste. Und er schlug auf seine rechte Schulter und von ihr gingen weiße Nachkommen aus, als wären sie weiße Ameisen. Er schlug auf seine linke Schulter und von dort strömten die schwarzen Sprösslinge aus, als wären sie Holzkohle. Dann sagte er zu denen, die ausgesandt worden waren, von der rechten Schulter, denen das Paradies und ich habe nichts dagegen. Dann sagte er von seiner linken Schulter zu denen, die ausgesandt worden waren, sie sind für die Hölle und es macht mir nichts aus. Also, Automatik, die Schwarzen gehen in die Hölle. Hier geht's weiter. Mohammed sagte, wie von Anas bin Malik überliefert, Allahs Apostel, du solltest auf deinen Herrscher hören und ihm gehorchen.
Selbst wenn ein äthiopischer schwarzer Sklave war, dessen Kopf wie eine Rosine aussieht. Sehr gut. Mhm. Das hat irgendwo sogar noch was Positives, aber das ist trotzdem rassistisch. So, jetzt kommt die Frage. Du kennst ja unsere Streams, du kennst sie ja wahrscheinlich. Schau weiter. So. Mohammed sagte, dass Satan wie ein Schwarzer aussah. Ibn Ishaq 243. Ah, das wollte ich. Harut, speicher mal kurz diese Quelle. Das habe ich gemeint mit gestern. Der heißt Naptal, genau. Ja. Harut, schreib dir das auf. Wenn ihr Naptal, wenn ihr den Teufel sehen wollt, dann geht und schaut Naptal an. Da gibt es noch einen Hadith. Also genau. Ishaq Nummer 243, ist das ein Buch? Das, nein, diese Quelle ist aus Ishaq 243. Ich kann die schicken. Genau, Bruder, sehr gut. Ich hörte den Apostel sagen, wer Satan sehen will, soll auf Naptal schauen. Er war ein schwarzer Mann mit langenden, wallenden Haaren, entzündeten Augen und dunkelroten Wangen. Allah sandte in Bezug auf ihn herab, für diejenigen, die den Propheten verärgern, gibt es ein schmerzhaftes Schicksal. 9,61. Also aus dem Koran. Genau, wer Satan, Leute, ganz kurz, ich wiederhole es nur. Letzter Satz, was da steht. Gabriel kam zu Mohammed und sagte, wenn ein Schwarzer zu dir kommt, ist sein Herz grober als das von einem Esel. Überleg mal. Der Hijabi, jetzt stell dir mal vor, hier steht, wer Satan sehen will, sollte auf Naptal schauen. Überleg mal. Der mit entzündeten Augen, roten Backen und bla bla bla. Jetzt vergleicht er ihn mit einem Schwarzafrikaner, stell dir mal vor, Satan. Und in den anderen Punkt, ja? Und dann wollen die mir noch sagen, dass der Islam für die gesamte Menschheit kam. Ja, ja, hat man gesehen. Bruder, nochmal zur Info, dieses Wort Abid, ja? Dieses Wort Abid, im Äthiopischen weiß ich nicht, gibt es dieses Wort, weil es ist ja auch semitisch. Abid heißt Sklave. Ja. Und überleg mal, im Arabischen ist es bis heute ganz normal, ja, wenn die untereinander reden und die reden über einen Schwarzen, sagen die, also Abid. Die nennen ihn Abid. Das heißt, wie wenn in Deutschland gesagt wird, ah, der Schwarze. Ne? Im Arabischen sagen die aber nicht der Schwarze, sondern der Abid, der Sklave. Und das ist bis heute ganz normal. Das ist eine Umgangssprache, Bruder. Ganz normal bei den Arabern. Hier, genau, hier steht es, Abid, genau. Übersetzt. Abu Khanja. Ja, Bruder. Du kennst doch bestimmt die Geschichte, wo er zum Himmel aufsteigt, Mohammed. Genau. Ganz kurz, Bruder. Hijabi, guck mal kurz auf Harut seinen Dings. Bruder, kannst du gleich. Guck mal, was Bruder, steht über Abid. Bruder, Abid kann man nicht übersetzen. Guck mal, was über Abid steht, Bruder. Slave. Sklave. Bruder, das ist Daif. Lass Plural auf Abid ist ein Arabic Wort, ja? Ein arabisches Wort für Sklave. Deswegen kommen auch direkt die Schwarzen, hast du gesehen, ne? Was steht hier? Yeah. Arab Diaspora. Guck mal. Rassist. Okay. Genau. Bruder, das ist ganz normales, wirklich, also unter Araber, die sprechen, als wäre das, wie gesagt, ein ganz normales Wort. Begriff, die sehen ja auch Schwarze gar nicht als Muslime an. Nee, gar nicht, Bruder. Nee, null. Die sagen immer nur, ja, achi. Aber Bruder, niemals. Zum Beispiel, wenn die einen Schwarzen sehen, Bruder, dann, und der sagt dann, der ist Muslim, dann so, echt wirklich. Genau, so echt wirklich. Ja, genau. Genau. Abu Khanja. Bruder, ganz kurz. Wer hat damals überhaupt die Muslime Schutz gewährt? An alle Muslime, wer waren das? Das waren Christen, Bruder, aus Äthiopien. Ja? Yeah. Das waren Christen und das waren Äthiopier, die ihr Rosinköpfe nennt. Die haben euch Schutz gewährt. Ja? Die haben euch Schutz gewährt. Schwarz und bloß noch dazu. Christen haben euch Schutz gewährt. Der Islam hat 14 Jahrhunderte Rassismus gegenüber den Schwarzen nicht aufgearbeitet. Und es gibt keine einzige laute Stimme, die das verlangt. Es gibt einen Anthropologen in Amerika, in Afrika, von dem habe ich schon ein Video auf meinem Kanal. Deswegen habe ich auch gesagt, Lili Jabe, du kannst gerne auf meinen Kanal gehen. Da sind einige solche Videos von den schwarzen Brüdern, die wo sowas schon seit Jahren verlangen, damit die muslimische Oma endlich das zugibt, was sie den Schwarzen angetan haben über 14 Jahrhunderte hinweg. Das machen die bis heute noch in Libyen so zum Beispiel. Genau. Genau. Sklavenhandel ist in Libyen noch ganz normal. Also vor allem im Süden. Das ist Standard. Ich kann dir, wenn du willst, kurz was zeigen. Ja, aber ich zeig es dir nicht. Ich zeig es dir nicht. Ehren, du bleibst so lange unten,
bis du eingesehen hast, dass dein Prophet ein Rassist ist. Richtig. Wir wollen hier keine Taktier haben. Wir wollen hier keine Erklärungen haben. Du hast bestimmt gerade auch die Schule erst gerade fertig gemacht. Genau. Freu dich auf den Sommerferien. Dann hast du Zeit, um den Koran mal richtig zu studieren, weil wenn du den Koran wirklich dann verstanden hast nach den Sommerferien, dann wirst du 100% den Islam verlassen. Richtig. Bruder Harut, er schreibt mir, wenn ich ein bisschen Ehre habe, ich sage dir, dass du ihn hochnehmen sollst. Das ist ein Kind. Das, jetzt? Ja. Das ist ein Kind, Bruder. Das nehme ich gar nicht hoch. Fakt ist, Bruderherz, wir haben jetzt die Quellen gezeigt, ja, und wir bleiben jetzt auch mit dem Thema. Jeder, wo hochkommt, das Thema ist heute Rassismus, ja, weil wir lassen uns von niemanden beleidigen, vor allem nicht von Muslimen sowieso nicht, ja. Wenn die mit dem Thema Pädophilie kommen, im Christentum, dann kommen wir mit ihnen, mit ihren Pädophilie, weil die sind Pädophile, Bruder. Ja, so. Bruder, wenn die sagen Rassismus, dann kommen wir mit ihrem Rassismus, Bruder. Aber die sagen ja immer, die sagen immer so als Gegenbeispiel, sagen sie, ja, guck mal, wir haben doch den Bilal, der war ja schwarz. Ja, was war seine Aufgabe, Bruder? Der war bis zu seinem Tod Sklave. Mach mal Bruder, einen Großbruder. Bruder, guck mal, das ist wie einer wie Aaron, ne? Er soll verstehen, man unterhält sich hier, man tauscht sich die Informationen. Wenn er sich überzeugen lässt, dann lässt er sich überzeugen. Wenn nicht, dann soll er so weiterleben, wie er möchte, weißt du? Aber er soll erstmal kommen, höflich erstmal Hallo sagen. Wir sind Menschen alle, wir unterhalten uns hier. Er kann auch seine Sachen, er kann auch reden, aber er soll auch zuhören und nicht unterbrechen und einfach dazwischen schießen, weißt du? Aber er soll auch natürlich bei dem Thema bleiben. Genau. So, ich verstehe nicht, warum er so ist. Richtig. Absolut. Soll ich laufen lassen? Ja, Bruder, gerne. Aber Krieger, du wolltest irgendwas sagen, Krieger? Ja, yeah, genau. Bruder, lass kurz Krieger, weil ich habe ihn die ganze Zeit warten lassen. Da kannst du das Video gerne anlassen. Okay. Wo er doch zurückkommt, gibt es doch die Geschichte, dass der anhält vor der Hölle. Und er guckt rein und er sieht, dass das meiste Überzahl die Frauen sind, stimmt? Richtig, genau. Den Hadith habe ich vorhin gesagt. Da frage ich mich, genau. Wie konnte er das sehen, wenn die Hölle noch gar nicht in Funktion ist und die Auferstehung noch gar nicht gekommen ist? Sehr gute Frage, Bruder. Wie hat er das wohl gesehen? Also, konnte er jetzt in die Zukunft auch schauen oder war das, ich weiß nicht. Er selber wusste zwar nicht, wo er hinkommt, aber das konnte er irgendwie sehen, komischerweise. Ja, obwohl die Auferstehung noch gar nicht da ist und die Hölle ja gar nicht. Er wusste auch irgendwie, dass sein Vater auch in der Hölle war. Sein Vater ist in der Hölle, ja, definitiv. Ja, aber hieß auch. Abdallah, ne? Das ist auch sehr, sehr komisch. Aber wo ist der Sinn? Der Islam, da war dann noch, der Koran und so war dann noch gar nicht da. Bruder, das Problem ist, da gab es keinen Islam. Ja, und die haben nicht mal, also die haben nicht mal an Allah geglaubt, aber sein Vater hieß trotzdem Abdallah und kommt in die Hölle. Wie soll das gehen? Wie kann jemand Abdallah heißen, ja, dachte, aber jeder, trotzdem der Hölle sein? Ich dachte, es wäre so, jeder, der nichts vom Islam gehört hat, wird ja noch geprüft. Angeblich. Bruder, jeder, der den Islam annimmt, der kommt direkt in die Hölle. One-Way-Ticket, ohne zurück. Warte, wir zeigen das noch kurz. Richtig. Bille. Sunan Abi Dawud 4718. Anas sagte, ein Mann fragte, wo ist mein Vater? Rasulallah. Er antwortete, dein Vater ist in der Hölle. When he turned his back, he said, mein Vater und dein Vater sind in der Hölle. Überleg mal. Wenn die Auferstehung noch gar nicht gekommen ist. Dann kommt doch erst das Gericht Auferstehung, dann kommt das Gericht. Komischerweise, er weiß, wer in die Hölle kommt, aber er selber weiß gar nicht, ob er in den Himmel kommt. Ich glaube, er ist Allah selber. Jetzt erklär mir mal bitte den Sinn. Er weiß, dass sein Vater quasi in die Hölle kommt, aber er selber weiß nicht, ob er in den Himmel kommt. Also, verstehe ich jetzt nicht. Ey, aber ganz kurz, er weiß doch nicht mal, wer sein richtiger Vater ist. Das ist das nächste Thema, genau. Genau. Das ist das nächste Thema, Bruder. Wer ist sein richtiger Vater? Also sozusagen ein Bastard dann, oder? Also normalerweise, wenn die Mutter quasi verkehrt hat mit Männern und sie weiß nicht, wer quasi der biologische Vater ihres Kindes ist, nennt man normalerweise sowas ein Bastard, ja klar. Ja, das ist ja deutsche Sprache. Leute, der Rob Christian hat uns ja auch gezeigt, das kann er das beim nächsten Mal zeigen, dass laut Islam war Mohammed zwischen 2 bis 4 Jahren in der Gebärmutter von seiner Mutter. Wie viele Jahre? 4 Jahre. Eine Quelle, 2 bis 4 Jahre. Das waren 2 Quellen. Das war aber nur wegen seinem Vater, Bruder. Nein. Bruder Howard hat gesagt, nein, ich kenne das auch. Da sind in einer Quelle steht 2 Jahre und in andere 4 Jahre. Genau. Ja, aber wie geht denn das? 4 Jahre im Mutter. 4 Jahre, überlegen. Sie sagen ja auch, da kam ein Lichtstrahl raus, der ging von Mekka bis nach Damaskus. Der Lichtstrahl kam von wo? Von unten, von der Farja raus, der Lichtstrahl, oder wie? Ja. Stellt euch mal vor. Jetzt stellt euch mal vor, die Farja unten, ne? Da kommt ein Lichtstrahl raus.
Ich weiß nicht, hat der irgendwie zu viel Star Wars da gehabt oder was? Ja, Harut, ja. Kennst du den Hadith Sunan an-Nasai 4049? Was steht da? Wenn ein Sklave von seinem Master von seinem Besitzer wegrennt, dann wird Allah seine Gebete nicht akzeptieren. Warte, ich habe hier die ganzen Sachen, warte. Sunan an-Nasai 4049. Ja. Boah, ich kann diesen Onkel Sam gar nicht ab. Onkel Dawa. Bruder, der ist sowieso der Schlimmste. Hast du mal seinen Hintergrund gesehen, sein Bild? Ja, yeah. Ja, und warum macht er das? Der angeblich. Ja, der ist aus Tunesien. Guck mal, er macht dieselbe Takia, genau wie sein Vater Hamdi, ja. Ach Gott, ja. Die sind aus Tunesien und denken jetzt, die können jetzt auch sogar das N-Wort sagen, ja. Aber Problem ist, Tunesien ist einer der Länder in Nordafrika mit dem meisten Rassismus gegenüber Schwarzafrikanern. Wenn ihr es nicht glaubt, Leute, googelt mal, geht mal auf YouTube. Dann seht ihr selbst. Bruder, sowieso, der meiste Rassismus gegenüber Schwarzen kommt von Muslimen, Mann. Ja, ja, genau. Bruder, sowieso. Ja, das ist klar. Lass uns lesen, was Mohammed über Sklaven gesagt hat. Sunan an-Nasai 4049. Es wird zitiert, dass Jarir sagte: The Messenger of Allah, SAW, Radiostation, sagte: Deutscher Rundfunk. Wenn ein Sklave wegläuft, dann wird kein Gebet mehr von ihm akzeptiert, bis er zurückkommt zu seinem Meister, zu seinem Sklaven. Oh, wie krank, Digga. Ja. Ist daif. Kann man nicht übersetzen. Kann man nicht übersetzen. Bruder, das ist sehr, sehr wichtig, das Thema. Wenn Edifix reinkommt, reden wir mal mit ihm über Rassismus. Mal gucken, was er sagt. Nein, Bruder, den lass draußen. Der ist ganz ganz tief unten. Wer ist das? Sunan an-Nasai? Sunan an-Nasai. Guck mal, das ist witzig, was die da drinnen stehen haben. Und das ist ja unfassbar. Da ist ja nicht mal tausend deiner Nacht was. Nee, Mickey Maus. Man soll Mickey Maus umbringen. Ja, stell mal vor. Jetzt stellt ihr genau, als ich das gesehen habe. Es gibt sogar Fatwa gegen Mickey Maus. Wusstet ihr das? Ja, ich hab's gesehen, Bruder. Würde Mickey Maus echt existieren. Ey. Ist ja unfassbar. Wahnsinn. Es gibt sogar Fatwa gegen Mickey Maus. Aberglaube, Bruder. Die glauben an so Aberglaube. Sehr viel Aberglaube, Bruder. Auch mit dem schwarzen Hund. So viel Aberglaube. Wahnsinn. Oder das Chamäleons das Höllenfeuer anheizen. Salamander. Der Salamander. Ich habe einen Gelehrten, da ruft einer bei den an und der sagt, ich möchte gerne Sprengstoff anal einführen, aber ich brauche einen Mujahidin, der mich das dann so ausbreitet. Guck mal, was kommt. Ich schwöre, ich habe dieses Video. Gar nicht. Hey, guck mal. Das ist unfassbar. Der sagt, ja, du kannst für Fisabinillah, kannst du das ruhig machen, das ist die höchste Stufe Dschihad. Also hol dir einen Mujahidin, der pimpert dich dann und dann damit dein Analdings da auch reinpasst. Jetzt stell dir mal vor, Gefühle, Bruder, eine Gefühlsexplosion wahrscheinlich. Der Stream ist nicht mehr lange online. Wahrscheinlich eine Gefühlsexplosion, ne? Der Stream ist nicht mehr lange online, glaub mir. Wahnsinn, so, solche Geschichten sind einfach nur krank. Was tun die alles, um Menschen zu töten? Geh mal YouTube, die hat Radar. Bruder, warte, ich zeig jetzt das Video, komm. Aber Bruder, das geht sehr lang, das Video, oder? Nein, das geht eine Minute oder so. Ich habe ein kurzes Video gemacht. Ja, gut, dann mach, Bruder. Ich habe extra kurze Videos gemacht. Ich habe mehrere solche Videos, Mann. Ich habe mehrere. Der Handel mit afrikanischen Sklaven zählt gewiss zu den fünften Kapiteln der Abendländer. Nein, nicht das. Es ist bestens. Ton gut? Ja, Ton ist gut. Doch es gab auch Muslime. Hör, was er sagt. Zu den finstersten Kapiteln der abendländischen Geschichte. Es ist bestens erforscht. Der weiße Rassismus ist aufgearbeitet. Doch es gab auch muslimischen Sklavenhandel in Afrika. Und darüber ist nur ganz wenig bekannt, denn das Interesse an Aufklärung ist in den islamischen Ländern äußerst gering. Deshalb ist dieses Buch des muslimischen senegalesischen Anthropologen Tidiane Ndiaye so wichtig. Es richtet die Scheinwerfer auf diesen verschleierten Völkermord, so zugespitzte Titel. Das Buch ist umstritten. Die einen sehen ein Jahrhundertbuch, andere antimuslimische Tiraden. Ja. Dies macht es wenig Sinn, den westlichen und den islamischen Sklavenhandel gegeneinander aufzurechnen. Aber es ist nun einmal nicht zu bestreiten, dass der muslimische Handel in Afrika viele Millionen Opfer gefordert hat. Christine Daum berichtet. Allah, Akbar, Allah!
Die Araber bringen bereits im 7. Islam nach Afrika und mit ihnen die Sklaverei. Denn wer kein Moslem werden will, wird als Sklave in die muslimische Welt verschleppt. 17 Millionen Schwarzafrikaner trifft dieses Schicksal. Die Geschichte dieses Menschenhandels ist in Afrika bis heute ein Tabu. Tidjan Ndiaye bricht das Schweigen. Der senegalesische Anthropologe fordert, die Sklaverei der Moslems endlich aufzuarbeiten. In seinem Buch Der verschleierte Völkermord beschreibt Ndiaye dieses wenig erforschte Kapitel der Geschichte. Der muslimische Sklavenhandel war der längste in der Geschichte der Menschheit. Er währte 30 Jahre und hatte viel mehr Opfer als der Sklavenhandel nach Amerika, der 400 Jahre dauerte. Und das Traurigste daran ist, dass die meisten der Verschleppten unglücklicherweise keine Kinder bekommen konnten, weil sie kastriert wurden. In die arabische Welt, in die Türkei, nach Persien und nach Indien werden die Schwarzafrikaner verschifft. Oder sie werden durch die Sahara nach Nordafrika getrieben. Viele sterben schon bei den Überfällen auf die Dörfer, viele an den Strapazen des Transports. Wer auf den Sklavenmärkten ankommt, wird kastriert. Laut Ndiaye überlebt nur einer von fünf diese gefährliche Operation. Die grausame Prozedur trifft alle, die Männer, die auf Plantagen oder im Bergbau schuften, ebenso wie die, die im Haushalt arbeiten oder die Harems bewachen. Diese Eunuchen findet man noch Anfang des 20. Jahrhunderts. Die Araber und die Nordafrikaner waren Rassisten. Sie verachteten die Schwarzen. Deshalb wollten sie nicht, dass sie in ihren Ländern Kinder zeugten. Das erklärt, warum es dort heute keine starke schwarze Diaspora gibt, wie in den USA. Genau wie Hamdi, genau. Die Aufarbeitung dieser Geschichte fordert und eine Wiedergutmachung. An die Sklaverei der Europäer wird auf der senegalesischen Insel Gorée erinnert. Hier wurden Tausende eingepfercht und nach Amerika verschifft. Solche Erinnerungsorte forderten Ndiaye auch für den brutalen Menschenhandel der Moslems. Der ist für ihn ein Völkermord, denn ein Volk von Kastrierten kann keine Nachkommen zeugen und stirbt zwangsläufig aus. Im Namen Allahs. Der Koran hat die Sklaverei niemals unterbunden. Im Gegenteil, es gibt viele Stellen im Koran, die die Versklavung von Nichtmuslimen empfehlen. Und im Gegensatz zur Ächtung der Sklaverei im Europa der Aufklärung gab es nie auch nur einen arabischen Intellektuellen, der sich je für die Sache der Schwarzen eingesetzt hat. Im Sudan rufen die Araber schon im 7. Jahrhundert den Dschihad, den Heiligen Krieg gegen die Schwarzen aus. Noch heute werden hier Tausende von ihren eigenen Landsleuten versklavt. Viele Afrikaner beten in Moscheen, obwohl ihre Vorfahren im Namen des Islam geknechtet wurden. Wahnsinn, ehrlich. Verwerfen und zu Sklaven als Schutzgeld auszuliefern. Durch die Islamisierung wurden die afrikanischen Könige zu Mittätern. Wer sich dem Islam unterwarf, konnte der Versklavung theoretisch entgehen. Wer kein Moslem werden wollte, sollte gezielt gejagt werden. Das war der Grund für die Kollaboration und das entfachte viele Kriege zwischen den afrikanischen Völkern. Die Europäer schauen bis ins frühe 20. Jahrhundert zu. Obwohl sie den Menschenhandel längst verboten haben, dulden ihn die Kolonialarmeen vor Ort. Ein Zentrum des schmutzigen Geschäfts ist die ostafrikanische Insel Sansibar. Hier landen die Menschen nach dem Verbot der Sklaverei in unterirdischen Verliesen. Den berüchtigten Tippu-Tip macht der Menschenhandel zum zweitreichsten Mann Sansibars. Noch nach 1920 schuften Sklaven auf den Plantagen der Insel. 13 Jahrhunderte Sklaverei aufarbeiten. Dafür gibt es offenbar weder in Afrika noch in der islamischen Welt Bereitschaft.
Es gibt eine Solidarität zwischen den Afrikanern und den Arabern wegen der gemeinsamen Religion, dem Islam. Man sieht es vor, über die nicht zu sprechen. Man richtet die Aufmerksamkeit lieber auf die Schuldigen, die alle schon kennen, die Europäer und die Amerikaner. Heuchler! Bravo. Wie lange geht das Video noch? Bravo. Okay, jetzt Ende. Also, Bravo, darf ich, Mann, Bravo. Darf ich bitte jetzt reden? Sag bitte. Haruf, darf ich bitte ausreden von deiner Seite? Guck mal, Lil Hijabi, gehst du hier auf meinen Kanal? Abonnierst du meinen Kanal? Mein Kanal heißt Alles über den Islam. Guck mal, Ehren, dieser Nisa schreibt unten zu dir, Bro, wieso gehst du mit Harut live? Er lügt nur. Was darf sagst du zu diesem Video? Ja, was sagst du zu diesem Video? Darf ich, bitte, guck, ich wollte respektvoll bleiben, darf ich bitte gerne, ausreden? Was sagst du denn zu dem Video? Gerne, du darfst jetzt deine Dauer machen. Ich will zu dem Hadith von Abu Khanjar hin, und zwar das mit dem Rosinenkopf. Da steht, selbst wenn, es ist bezogen auf, egal wie er aussieht, also nach dem Motto, egal wie er aussieht, hört ihm zu, wenn er den Gebetsruf macht. Erstens. Zweitens, ich will euch was vorlesen, wenn ich darf. Aber Ehren, selbst lass wenn, bitte ausreden, aber warum beleidigt, bitte. Ja okay, kannst du, aber wieso beleidigt denn dein Prophet die Äthiopier als Rosinenköpfe? Muss das sein? Da steht doch selbst wenn, Harut, selbst wenn, das ist nicht bezogen auf deren Kopfform, sondern allgemein, egal wie, nach dem Motto, egal wie er aussieht, hört ihm zu, wenn dein Gebet ruft. Okay, stell dir vor, okay, guck mal, du kommst doch aus der Türkei, richtig? Ja. Wir lesen gleich einen anderen Hadith, wo er die Türken beleidigt, als Plattgesichter. Was sagst du dazu? Ich bin dir ehrlich, an erster Stelle steht meine Religion. Da steht Nation juckt mich nicht. Darf ich zum zweiten Punkt kommen? Das ist einfach Blödsinn, was du gerade redest. Lass mich bitte reden, Krieger. Ja, aber das ist Blödsinn, was du redest. Lass mich bitte reden. Ich will zum zweiten Punkt kommen. Ich will zum zweiten Punkt kommen, bitte schön. Dann mach. Jeremia 13, 23, ändert wohl ein N, Punkt, 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 seine Hautfarbe. Stimmt in der nicht, Bibel stimmt steht nicht. Das Lüge. In der Bibel Ehren, steht das N-Wort nach Ehren, anderen. Stimmt das nicht, lüg nicht. Mord ist auch ein diskriminierender Begriff. Du sollst nicht lügen, stimmt dich. Ich lüge, ihr lügt nicht. Da steht selbst wenn. Wen willst du? Nein, steht nicht drin. Neger steht da nicht drin. Hör auf zu lügen. Schlag auf, Jeremia 13, 23. Da steht nicht guck Neger mal, drin. Hör auf zu lügen. Krieger, guck mal, er will von seinem Propheten ablenken. Der Plot ist N-Wort. Er will von seinem Propheten einfach nur ablenken. Nein, ja. Ihr habt das gerade so schön gesagt. Der Erste, der jemals den Ezan gemacht hat, war ein Schwarzer. Erstens. Ja, und er wurde Rosinenkopf genannt. In eurer Bibel, in Gottes Wort steht, also laut euch Gottes Wort steht, Ehren, Mohr nicht ablenken auf die Bibel. Wir sind gerade beim Koran. Mohr ist ein diskriminierender Begriff. Ehren, macht euch mal schauen, da geht es zu reden. Was erzählst du da, Alter? Zick dir da mal noch hin. Wenn du mal weißt, hast du gute Worte von deinem Propheten gelernt? Maschallah, Bruder. Hast du gut gelernt von deinem Prophet, richtig? So kennen wir die Muslime. Bitte mach mich mal groß. Leute, habt ihr das gehört? Er hat gesagt, er hat uns beleidigt, als Kuffar hat gespuckt. Und danach hat er gesagt, das Wort F, sozusagen, fuck off. Soll ich den Hadithen zeigen, wo er sagt, bite in, this, in your father's penis? Soll ich den Hadithen zeigen? Guck mal bitte jetzt das hier. Das geht zwei Minuten. Sa'al al-Wahhabi, Shaykhana razaqakum Allah al-Shahada wal-Hur al-Ain fil Jannah. Arat? Radiyallahu ankum an aquma bi amaliyya istishhadiyya. وتقدمت إلى الشيخ أبو الدماء القصاب فقال لي إن erzählt mir sie hätten könnt ihr das lesen schnell ja في دبرك كبسولات تفجير ولكن ولكي تتدرب على هذه الطريقه الجهاديه لابد ان ترضى ان فترتها وتكون مؤخرتك Meine Frage ist nun, ist
الدربة على الجهاد يعني كتدريب على الجهاد لكي ليقوم بتوسيع دبري فحمد الله الشيخ وأثنى عليه. Grundsätzlich ist verboten, aber für Fissa bin Illah. Der Höhepunkt. لا وعليك بعد ان يلاط بك ان تستغفر الله وتكثر من الذكر. Wie schön, ne? ما شاء الله, Bruder. Richtig eine Religion für Das ist doch unfassbar. Darf ich noch mal was sagen? Er hat 10 Minuten unten gewartet, Leute, ja, um hochzukommen, um sich zu beleidigen und sozusagen, es wurde ihm so dunkel zu Hause, dass er dann wieder das Licht anmachen musste. Ja, er musste wieder die Bibel nehmen. Nee. Immer wenn es bei Muslimen dunkel wird, holen sie die Bibel raus, damit das Licht wieder scheint. Ja. Nee. Bruder, darf ich nochmal? Was ich jetzt zeigen werde? Ja, hast du gesehen, du darfst dich von einem Mujahideen für Allahs Sache darfst du dich hinten schön massieren lassen, damit dein Anus breiter ist, damit du Sprengstoff reintun kannst. Das ist ja unfassbar. Wahnsinn. Ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber wusstet ihr, dass Kannibalismus im Islam erlaubt ist? Ja, du darfst einen Halal schlachten. Wusstet ihr das? Ja, ja. Okay, dann brauche ich euch ja nicht zu zeigen. Das wird in dem dritten Jahr in der Al-Azhar-Universität tatsächlich gelehrt. Nur, ja, dass ihr es wisst. Da wird auch gelehrt, dass du mit Männern schlafen darfst. Kann ich ja, auch ja, das sowieso, Bruder. Hm, Bruder, wenn du willst, ich kann dir einen Hadithen zeigen. Schau mal, ich zeig dir mal einen Hadithen. Komm, ich zeig dir mal einen Hadithen. So, warte mal kurz, bitte. Machen wir mal, es möchte ja kein Muslim hochkommen. Hallo. Außer dass sie uns beleidigen wollen. Ich möchte jetzt bitte die Muslime herausfordern. Kommt bitte hoch. Kommt bitte hoch. Und erklärt uns bitte, warum ihr so eine Vorstellung von der Kosmologie habt. Vom Weltall. Hallo Bruder, ich habe 4% Akku. Kann ich ganz kurz zeigen, dann auch ich hab. Das ist meine Frage. Ist auf dem Wahl. 4%. 4%, dann bin ich weg. Guck mal, was für einen schönen Hadith, wenn ich euch jetzt zeige, okay? Schreibt ihn euch auf, weil der ist wunderschön. Warte. Do their best to deny. 3% kommen jetzt nicht. Warte, da. Bitteschön. Körper, als würden Sie den schwarzen Stein küssen. Da. Bitteschön. Mohammeds Anhänger küssen seinen nackten Körper, als würden Sie den schwarzen Stein küssen. Er hat sich doch immer auf den Bauch küssen lassen. Ich verstehe, dass es Unterschiede zwischen den Kulturen gibt. Und was in einer Kultur gruselig war, muss in einer anderen Kultur nicht gruselig bleiben. Muslimische Gelehrte und Apologeten appellieren sehr stark an kulturelle Unterschiede, wenn sie ihren Propheten verteidigen. Wenn wir Passagen darüber zitieren, dass Mohammed Sex mit einem vorpubertären Mädchen hatte oder Sex mit einer seiner Sklavinnen hatte, 2 Stunden später, oder die Frau seines eigenen Adoptivsohns nahm, 3 Tage später, oder seinen Anhängern erlaubt hat, Prostituierte einzustellen, oder an der Zunge eines kleinen Jungen glaubte, 2000 Jahre später, oder die Verherrlichung des Streicheln von Jungfrauen. Muslimische Gelehrte und Apologeten sagen uns, dass es eine andere Kultur war und wir uns für die Beurteilung schämen sollen. Das offensichtliche Problem ist, dass dieselben Gelehrten Mohammed in jeder erdenklichen Weise nachahmen wollen. Also sind Mohammeds vertrete Tendenzen ziemlich relevant in Diskussionen darüber, ob wir ihn ernst nehmen sollten. Nun, ich bin aufgeschlossen, also werde ich gerne die Antworten unserer muslimischen Freunde sorgfältig prüfen. Als wir sie fragten, warum der Prophet sein Hemd hochzog und einen anderen Mann seinen nackten Körper küssen ließ.
Natürlich werden unsere muslimischen Freunde wieder einmal eine Antwort aus ihrem Kopf erfinden müssen. Denn wie üblich haben sie das noch nie zuvor gehört, weil ihre Anführer ihnen diese Passagen verschweigen. Lasst uns also einen Hadith lesen. Sunan Abu Dawud 52:24. Überliefert von Usaid ibn Hudayr, Abdurrahman ibn Abu Layla, der Usaid ibn Hudayr, einen Mann der Ansar, zitiert, sagte, dass während er dem Scherzen verfallen war und mit den Menschen sprach und sie zum Lachen brachte, der Prophet Usaid mit einem Stock unter die Rippen stach. Usaid sagte, lass mich Vergeltung üben. Mohammed sagte, nimm deine Vergeltung. Er sagte, du trägst aber ein Hemd und ich nicht. Also hob der Prophet sein Hemd und der Mann umarmte ihn und begann seine Seite zu küssen. Dann sagte er, das ist es, was ich wollte, Gesandter Allah. So, war cool, ja. Das war's für heute. So, ihr Lieben. Jungs, hört ihr mich? Ja, Gott segne dich, mein Lieber. Dir auch. Mach ich mal groß kurz. Ich habe auch ein Buch, wo drin steht, wenn du sagst, dass Mohammed schwarz ist, dass er getötet werden soll. Warte, wie mach ich das? Unten auf die Kamera und dann die Kamera drehen. Könnt ihr sehen? Nein. Ja, jetzt, ne? Nein. Ne. Immer noch nicht. Schau mal, du drückst unten auf die Kamera. Und dann öffnet sich ja das Feld, richtig? Ja. Ja, ist bei mir so, offen. Jetzt offen. Und dann musst du die Kamera drehen. Du musst auf ja, dieses hab ich. Ja, man sieht. Und dann musst du auf Fertig drücken, beziehungsweise okay. Genau. Ja, okay, warte. Ihr seht das Buch, ne? Mohammed, Message of Allah. Warte, wo ist das? Guck, da wo blau markiert ist, ihr könnt das sehen? Ja. Okay, lies mal bitte vor. Lies mal vor, bitte. Ahmed ibn Abi Suleiman, the companion of Sahun, said anyone who says the prophet was black should be killed. Ja. Was ist das für eine Quelle? Das habe ich auch schon mal gehört. Hört sich gut hoch. Das Buch? Gottes Segen, Scheich, Bruder. Rebte Kadi Iyad ibn Musa al-Yasubi. Danke dir. Und das mit diesen Nachteilen, ne, da steht doch ein Dings im Koran. Sure 69. Okay. Das, wo Mohammed meinte, wenn du den Satan sehen willst, musst du den Tafsir ausschlagen. Von wem der Tafsir? Ibn Abbas, oder? Warte, ich guck mal. Nein, ich bin nicht von ihm, Abbas. Warte. Alles gut, alles gut. Und zwar, unsere Frage ist immer von, noch nicht von Dinge. Ja. Von Al-Wadi. Okay. Al-Wadi. Al-Wadi, ja. So, wir wollen ja immer noch diese Frage hier beantworten. Genau. Und zwar wollen wir, Geist ist jetzt auch da, Gott segne dich, mein Lieber. Nun. Genau. Nun. Richtig. Wir wollen immer noch die Antwort haben von einem Muslim. Traut euch hoch, bitte Muslime, kommt bitte hoch. Wir wollen alle überzeugt werden vom Islam und wir wollen 72 Jungfrauen haben. Richtig. Wir wollen Inshallah unbedingt 72 Jungfrauen haben im Paradies, wenn nicht sogar mehr, 12.500. Richtig. Ja. Und wir wollen von euch überzeugt werden, warum ist der Islam so schön? Warum ist das die Wahrheit? Überzeugt uns. Ja. Bitte überzeugt uns, kommt hoch, erklärt uns, was ist sich hier mit, was ist das hier? Genau, was ist das?
Welt der Wunder, was soll das sein, bitte? Bruder, jetzt warte mal, ernste Frage. Kann man auch mehr als 72 Jungfrauen haben? Ist das möglich? Ja. Auch, kann man sich auch aussuchen, dass die alle von der Hölle kommen, Bruder? 70 davon sind noch aus der Hölle, Bruder. Ja. Ja, Bruder, diese zwei, was soll ich mit zwei Anständige, Bruder? Wenn ich 70 versaut habe, dann sollen alle 72 versaut sein, Bruder. Aber die werden doch immer wieder neue Jungfrauen, Bruder. Aber die werden immer wieder Jungfrau bleiben, Bruder. Immer wieder werden Jungfrauen. Ja, ist genau, Bruder. Ist doch egal. Nachdem du sie zerfetzt hast, Bruder, sind die immer wieder Jungfrau, Bruder. Also, was willst du mehr? Ich zeig euch mal. Bruder, das ist nochmal gutes Geschäft, gell? Ich zeig euch mal, was Allah ist sozusagen im Paradies. Wartet mal kurz. Jetzt wird's interessant. Vielleicht finden wir einen. Was, ein Hahn oder ein Huhn? Was suchst du, Bruder? Warte. Ich suche ein schönes Bild. Harut, es gibt auch ein Hadith, da wo du deinen Sujuk nicht mit der rechten Hand anfassen sollst, beim Waschen, weißt du, wa? Es gibt schon kranke Sachen. Kann man sowas glauben. Ey. Aber weißt du, wisst ihr, wie ich am meisten feiere? Ich bin Abu Sufyan ist hier und Edepsis. Du denkst ja, von Omar, der Sohn, ich bin ein Fan von ihm, ja, wie er ihn auf dem Dach erwischt hat beim Kacken. Ich muss ein Fan von ihm. Das ist sowieso geil. Die Stelle ist geil. Bruder, jetzt Harut, kennst du die Stelle, dass Omar ein Rassist war? Kennst du den Hadith? Können wir gleich machen. So, ich zeige euch jetzt, was Allah ist im Paradies. Genau. Hier, Änderungsschneiderei. Dadadum. Dadadum, dadadum. Schneiderei Mohammed. Krass. Guck mal, was da steht. Stadt Worm, Schneiderei Mohammed. Harus Bruder, warum nimmst du Artikel aus deiner Wohngegend? Wahnsinn, oder? Mohammed, krass. Schneiderei Mohammed. Du bist schon krank. So, wo gibt's die, Bruder? Also, falls ich kenn die gar nicht. Ich kenne die gar nicht. Ich habe da sogar mal eine Zeit lang gewohnt, Bruder, in Worm. Schneiderei Mohammed. Allahu Akbar. Allah ist sozusagen, er ist jeden Tag damit beschäftigt, Millionen und Abermillionen Jungfrauen immer wieder zuzunehmen. Richtig. Hier. Genau. Halal-Basis natürlich. Masha'Allah. Alle Jungfrauen kommen hier mal vorbei. Und er guckt auch so, immer nach unten. Genau. Krass. Und meine Frau schaut schön dabei zu, wie ich die auseinandernehme. Überleg ja, mal. Die Hureleien sind dann hier so am Warten. Genau. Wisst ihr, was ich komisch finde? Bei diesem Wortspiel, also wenn man jetzt hört, Hureleien, Huren. Das habe ich mich immer gefragt früher, ehrlich. Wie kommt der auf Hureleien? Huren. Ja, Bruder, das sind halt jetzt. Huris. Huris, Huren. Huris. Jetzt stellt euch mal vor, das hört sich doch schon komisch an, ne? Huren, Huris. Wahnsinn. Und die haben die gleiche Rolle wie Huren. Also versteht ihr, was ich meine? Aber ja, jetzt kommt Hamdi, sagt Joe Whitney. Was hat ja, er verheiratet? Ja. Oder eigentlich nicht. Also eigentlich nicht die gleiche Rolle wie eine Professionelle. Das ist der muslimische Mond. Hat, alle Frauen arbeiten doch im Bordell, Bruder. Aber auf eine Frau kommen doch 200 Männer und nicht. Was macht Mohammed mit seiner Hand? Was macht Mohammed mit seiner Hand? Achso, da hat ihn gespalten. Warte mal, geh mal auf seine Hand. Was ist da? Ist es Nur auf seiner Hand? Das ist ein Tesbi. Ein Tesbi, also er hat quasi dazu gebracht, dass der Mond geteilt ist, so mit ein paar Fingerschnipsen oder. Oder wusstest du, hat er den Mond gespalten, Bruder? Warum brennt sein Kopf, oder? Wusstest du das? Kriegt ein Pokémon, ja. Wieso brennt sein Kopf? Bruder, im Tafsir steht nicht drin, dass das Mohammed war, ne? Da steht, dass das Allah war. Wahnsinn, oder? Stimmt, du hast recht. Ja. Und die Tahir, da kommen wir wieder darauf zurück, dass Allah ihn ja anbietet. Also ist eigentlich der Mohammed, den ihr Allah. Ja, was denkst du, warum sein Kopf brennt, Bruder? Super Saiyajin, Bruder. Okay. Der war gut. Suche 54 machen wir jetzt. Jetzt, genau. Seine Haare brennen, Mizrahi, genau. Seine Haare brennen. Allahu Akbar. Die Sura heißt auch der Mond. Ah, okay.
Amr. Ja, ja. Jetzt lesen wir den Tafsir darüber. Ne? Näher ist die Stunde des Gerichts gekommen und gespalten hat sich der Mond. Ja, nee, der Mond ist schizophren geworden. Das Bild trifft schon gut zu. Schizomond. Schizo. Wahnsinn. Schizomond. Schizomond. Harut, Bruder, du musst aufpassen, dass dein Handy nicht auch konvertiert, Bruder. So viel Islam, wie in dem drin ist mittlerweile. Bruder, ich habe eine Glocke eingebaut. Der Engel kommt nicht vorbei. Richtig. Glocke und der hat noch einen schwarzen Hund auch noch. Als Profil, als Hintergrund in sein Handy. Bei mir im Auto ist auch ein schwarzer Hund hinten, der schläft die ganze Zeit. Genau, und da kommen die Engel ganz bestimmt in seine Nähe. Allahu Akbar. Guck mal hier. And from his narration on the authority of Ibn Abbas, that he said in the interpretation of Allah saying, ne, the hour drew nigh, the hour drew nigh, doppelt. He says, the coming of the hour drew nigh by the advent of Muhammad, peace be upon us, and the coming down of the smoke and the moon was rent in twain. This is also another sign of the closeness of the day of judgment. Da steht nicht, dass das Muhammad war. Auch Jalalain sagt das nicht. Überleg mal, Jalalain und die anderen sagen Muhammad. Krass, krass. Hier. Abu Khanjar, kannst du das Arabisch lesen, was da steht? Nein, ich kann kein Arabisch lesen, Bruder. Hier. Er sagt, warte. Achso, ne? Also so, die Endzeit ist nah. Verstehst du, was ich meine? Die Stunde ist nah gekommen. Die Stunde ist nah gekommen und was ist das? Der Mond hat sich und dann hat er ihn gespaltet. Gespaltet. Aber wo ist denn, sollte doch alles zu Ende sein danach, oder? Eigentlich ja, das heißt, er bleibt gespalten. Ja, genau. Weil da steht ja nichts irgendwie, dass er wieder zusammengeklebt wird mit Partex. Richtig. Oder? Das muss doch schon zu Ende gewesen sein da. Genau. Er ist gespalten, Bruder, und das war's irgendwie. Und dann bleibt er so gespalten. Dann kann man so hin und her reinspazieren, Bruder, in die Spalte. Ich möchte aber immer noch den Kleber rausfinden, weil mit diesem Kleber kann man viele Probleme lösen, habe ich gehört. Bruder, wir reden auch gleich nach dem Kleber, Patex. Was mit der Erde passieren würde, wenn der gespalten Patex. Bleibt. Patex, Kraftkleber, nur sowas hilft. Ja? Gegen die ganze Anziehung, Magnetfeld, Bruder, kann nur Patex helfen. Patex, Classic. Leute, greift zu. Patex, Kraftkleber. Der schließt alles wieder, jede Spalte. Ich glaube, die haben mit diesem Japon-Kleber zugeklebt. Jede Spalte wird auf jeden Fall zugeklebt, oder? Jede Spalte, Leute. Dieser Kleber ist gut. Ganz kurz, kannst du mal kurz Mohammed seinen Kopf zeigen, Bruder, warum er brennt? Zeig mal kurz. Er brennt ja irgendwie. Das ist ein Super Saiyajin. Das ist das Zweifache oder? Das ist der zweifache Super Saiyajin, glaube ich. Nee, dreifach, warte. Jede Spalte wird geklebt. Oder zwei. Zwei. Die Haare sind nicht so lang. Warte, es ist zwei. Zwei, dann ja, zweifacher Super Saiyajin. Definitiv. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sehen wir nochmal hier, warte. In meinen wenigen Quellen. Hier, zack. Oh. Er macht gerade seine Attacke, glaube ich. Er klebt gerade wieder das zu ist, mit Patex. Das ist Genki Dama. Dreifacher Super Saiyajin. Das ist die Genki Dama. Oder will sich jetzt zum Affen verwandeln? Er und Mond. Ey, bei Saiyajin ist doch auch sowas mit Mond. Ja, dreifacher Super Saiyajin. Ja, Bruder, er ist einfach Vegeta. Ey, ist mir gerade eingefallen. Ist einfach Vegeta. Da ist mir gerade was eingefallen. Apropos, die haben doch auch eine Verbindung mit Mond, die Saiyajins, ne? Ja, die verwandeln sich dann immer in so Riesenaffen, Bruder. Hier. Ey, Dick, warte. Ja, Bruder, warte mal, wenn der Mond gespalten ist, ne, dann gibt's ja kein Super Saiyajin oder Affen oder so. Gib mal ein, Super Saiyajin 3. Ja, dann gibt's diese Affen-Saiyajin nicht mehr, wenn der Mond weg ist, Bruder. Son Goku hat bei Super Saiyajin 3, hat er dann auch den Mond gespalten, aber mit Kamehameha. Stimmt! Hast du gehört, Harut? Okay. Mach mal die Mondspaltung, Saiyajin Dragon Ball, genau. Bruder, ich hab euch doch schon immer gesagt, diese Animes basieren auf diese ganzen Geschichten, Bruder. Definitiv. Ja, Bruder. Dann sagen die noch das Schiff. Ja, genau.
Oh, das ist interessant. Ja, ja, ja. Bruder, der Herr der Schildkröten ist Bukhari, Bruder. Ja, richtig. Hier, es gibt nur ein Bild. Es gibt nur ein Bild. Hier. Hier, hier. Ja. Dann gibt, hier, hier. Guck dir. Ja. Piccolo, das, Piccolo das, genau so. Das Bild lässt du jetzt, Bruder, auch in deiner Sammlung. Das Bruder, lässt guck mal, das war sogar Piccolo. Piccolo der ist Teufel. Warte mal, jetzt haben wir... Ja, es gab auch eins mit Son Goku, wo der es geschwalten hat. Ich habe jetzt ein Déjà-vu. Piccolo ist doch zum Schluss der Teufel und Gott gleichzeitig geworden. Ich habe gerade ein Déjà-vu, es erinnert mich jetzt irgendwas. Guck mal, bei Dragon Ball ist Piccolo, der ist doch zwei, Bruder, der teilt sich doch in zwei Personen. Der ist einmal Gott und einmal der Teufel, Bruder, aber danach, der verbindet sich wieder. Danach verbindet sich wieder und der bleibt immer einer. Bruder, das Problem ist, ja? Mohammed kämpft ja auch mit Dämonen. Verstehst du, mit seinen inneren Dämonen. Also es geht schon mit Dämonen. Boah, ich kenne ein Video, der Herr der Schildkröten, Bruder, der ist Bukhari. Und dann hast du diesen Meister Quitte, der oben auf dem Turm ist, der alles sieht, der Sahih Muslim. guck genau hin, Leute, guck genau hin. Richtig, dieselbe Bewegung, Wahnsinn. Wahnsinn. Bruder, kannst du die Seite irgendwie nebeneinander machen, Bruder, die Seite? Bruder, weißt du, wer das ist? Abu Dhar, der Arme. Abu Dhar, der ist so schockiert, Bruder. Der ist schockiert. Der hat den Mund gespalten einfach. Mit der Teufelsspirale, die Attacke. Bruder, wir müssen... Wir müssen seinen Namen umtaufen in Abu Dert. Dert. Abu Dhar. Bruder, kannst du die zwei Internetseiten irgendwie nebeneinander machen? Geht es? Ja, dann muss ich splitten. Wie den Mond muss ich splitten dann. Warte. Warte, ich glaube, ich habe das Video gefunden, wo sie... Warte. Damit die Leute sehen nebeneinander. So. Ja, und geht das? Ja, ey. Harald, kannst du auf YouTube gehen? Ja, warte. Gleich. Erstmal wollen wir die so nebeneinander, dass die zwei Seiten immer nebeneinander bleiben. Für nächste Debatten und sowas. So. Bro, ich hab ein krasseres Gefühl. Leute, guck. Guckt mal, Leute. Dieselbe Bewegung. Dieselbe Bewegung. Bruder, das ist 1:1 dasselbe, gell? Bruder, kann es sein, dass der Koran, kann es sein, dass Dragon Ball selbst auf dem Koran basiert? Das ist der Beweis. Das ist der Beweis, definitiv. Wir haben ihn. Wir haben ihn. Ich glaube, ich schaue wieder Dragon Ball an, glaube ich. Warte mal kurz. Harut? Bruder, kannst du bitte auf YouTube gehen? Ja, Bruder, lass uns einmal was Lustiges anschauen zu diesem Bild. Richtig, richtig. Da habe ich eins von. Also, wo ist Son Goku wirklich der Mond spaltet? Gib mal ein. Dragon Ball Budokai 2. Opening. Und dann gehen wir auf Minute 1. Hey Leute, das mit Dragon Ball, das passt ja wirklich. Guck mal, der ist ja auch als Baby, hier Bruder, ist Burak. Ist ja auch zu seinem Leute, Großvater gekommen. Leute, Burak ist da. Salam alaikum. Also gehört, aber kann ja. Bei Dragon Ball, Burak. Bei Dragon Ball kommt Burak. Er ja auch als Baby zum Großvater, gell? Das war ja bei Mohammed auch so. Mashallah. Also, Harut, was ist das für Video? Bruder, ganz kurz, hier schreibt eine die ganze Zeit irgendwas mit Sure 3, Vers 45, ne? Guck mal, Harut, ganz kurz in den Kommentaren, die schreibt die ganze Zeit, habe ich gerade aus Zufall gesehen. Aber Harut, Bruder. YouTube? Ja, YouTube. Ja. Dragon Ball. Budokai. Budokai 2 Opening. Bruder, gleich haben wir hier auf einmal 5000 Leute drin aus China. Sag mal. Ja, ja, das. Das? Ja, ja. Dann gehst du auch auf Minute 1. Die besten Sommer entstehen miteinander. Deshalb bringen euch die deutsche Bahn... Also es ist nicht genau bei Minute 1, aber so zwei, so ein paar Sekunden später. Das vor Hochrufen und 5 Minute 1? Ja, ja, Minute 1. Ja. Minute 1, genau. Okay, warte. Tschö. Jetzt.
guck. Boah! Shit! Boom! Zack! Der hat den Mund gespalten. Jetzt haben wir auch noch ein Video als Beweis. Jetzt haben wir auch noch ein Video. Geil. Leute, wir haben es geklärt. Das hast du jetzt echt oh, perfekt. Verstoßwarnung. Wir haben eine Verstoßwarnung. Haben wir schon? Ja. Ey, nicht normal, oder? Boah, da musst du den Stream neu machen. Kein Problem, ich habe eh nur noch 13%. Machen wir noch ein paar Minuten. Komm, machen wir eins, Bruder. Genau. Mach auf, Bruder, komm. Ja. Deine Glatze leuchtet, Bruder, wie der Mond. Wahnsinn. Lässt du den Stream, Bruder, oder machst du neun? Ich habe nur noch 13% Akku. Wie du willst, Bruder. Wie du möchtest. Ich meine nicht, dass du dann noch eins. Ich weiß ja nicht, ob es schlimm ist, wenn es mal gemeldet ist, ob du irgendwelche Probleme bekommst, keine Ahnung, weil die meisten Leute tun immer einen neuen Stream dann aufmachen, keine Ahnung. Ja, das stimmt. Nicht, dass du, dass dein Account dann irgendwas abbekommt. Verstehst du, was ich meine? Wegen deinem Stream. Ja, wenn du gemeldet wirst und die melden weiter, Bruder, dann wird dein Account für eine Woche oder so. Ah, das siehst du? Musst okay. Du raus, okay. Und musst wieder rein, damit diese Meldung, damit das nicht belastet. Ja, okay. Genau, Bruder. Genau, mach wieder auf, Bruder. Es geht eh schnell. Du hast eh nur noch wenig Akku. Mach 19. Leute, bis gleich.